Das ist ein Spielstand, da bin ich in einer Vault, die ich komplett selbst gebaut habe. Das habe ich zu Beginn des Spiels, zu Beginn des Streams schon mal gezeigt, als wir heute angefangen haben. Vor, weiß ich auch nicht, 3 Stunden oder so. Die habe ich komplett neu gebaut hier. Alles, was ihr hier seht. Ich glaube, ich muss nochmal den Sound ausmachen, weil hier ist wieder irgendein Radio. Weil ich habe hier überall diese Wohncontainer gebaut. Das ist sozusagen, das kam auch mit dem Add-on, das ist der. Hier habe ich noch kein Badezimmer gebaut, oder ist das weg? Ach, ich glaube, die sind weg. Warte mal. Weil, ja. Ah, das ist ja so blöd. Ich habe es zu Beginn des Streams gezeigt. Es gibt eine Mod, die ermöglicht es einem, Möbel und so weiter zu benutzen, die es vor dem Krieg gab. Also unbeschädigte, unverrostete Möbel. Und ich habe dann die ganzen wunderschönen neuen Waschmaschinen, Duschen, Waschbecken und alles hier so in richtig geilen Badezimmern verbaut. Und die Sachen auch hier. Ich habe hier super viele Möbel, Teppiche. Es ist alles weg. Ich habe jeden einzelnen Wohncontainer händisch mit viel Liebe aufgebaut und jedem eine eigene Wohnung gegeben. Alles, was ihr hier seht, jede Wand, alles habe ich selber gebaut. Nichts davon war vorher da. Leider sind die Sachen alle weg, weil ich hatte wirklich die neuen Dinge alle benutzt. Kannst Und du ich habe. nachher mal die PS4-Version zeigen, was da alles Ja, da ist? stimmt, das können wir bei der PS4-Version dann zeigen. Das ist nämlich ein riesiges Bergwerk oder ein riesiger Höhlenstollen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, Vaults zu bauen. Das kam dann irgendwann mit diesem Workshop-Add-on, glaube ich, offizielles Add-on. Und ich habe quasi den hier so eine Vault reingebaut in diese Höhle. Leider sind viele Sachen weg. Ich habe dann hier auch den so hier eine Cafeteria gebaut. Das habe ich jeden Buchstaben einzeln gesetzt, weil es natürlich das Wort nicht in der Form gibt. Ganz viele Sachen sind nicht mehr hier. Leider. Guck mal, ihr seht das auch daran, dass die hier in der Luft schweben, weil die ganzen Tische, die ich genommen habe, alle nicht mehr da sind. Ich weiß gar nicht, hier oben hatte ich einen Gym gebaut. Das wird es vermutlich auch nicht mehr. Ja, da stehen noch so ein paar Sachen. Aber. Hier war ein Raider-Überfall, genau, die haben wir zurückgeschlagen. Hier habe ich im Foyer auch super viele Möbel gebaut und so. Die sind alle weg, weil die über eine Mod kamen. Und das führt jetzt hier rein in eine Vault. Das ist eigentlich der Ausgang der Vault in diesen Stollen rein. Und hier kann man dann. Da ist der Ausgang sozusagen. Das ist auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Vault das ist. Aber hier kommen wir dann auch raus, oder ist der sogar zuge. Oder ich weiß gar nicht mehr. Oder war der gar nicht fertig? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte war. Jedenfalls. Ah, da Vault 88 ist das. Genau, das ist Vault 88. Vielleicht war der noch im Bau oder was, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist gar nicht das, was wir uns jetzt angucken wollten. Wir machen jetzt Schnellreise. Und. Oh, ich muss die Mucke da irgendwie auskriegen, Nikola. Ist die noch an? Die muss raus. Wieso habe ich Sound? Sonst müssen wir das alles. Ist das Radio bei dir im Ja, ich Spiel an? glaube. Naja, okay. Eventuell müssen wir das alles dann fürs VOD rausnehmen. Falls ihr das jetzt auf YouTube schaut, Alles nochmal erzählen. das Radio war gerade an und deswegen haben wir eventuell einen kleinen Part rausgeschnitten, weil sonst das komplette 85-Stunden-Video geclaimed wird. Wieso mache ich das jetzt? Das wollte ich gar nicht machen. Deswegen müssen wir vielleicht hier und da ein paar Stellen rausschneiden, weil, wie gesagt, da jetzt das Radio aus Versehen noch an war. Das war eigentlich gar nicht mein Vorhaben. Das hier müsste jetzt immer noch der optische Modus sein. Es gibt ja noch auch den mehr Frames-Modus sozusagen. Aber ich wollte das hier gar nicht machen. Ich wollte Schnellreise machen über die Karte. Und Ich einmal. glaube, so wie ich es verstanden habe, ist Ja. jetzt hier die High-Texture-Mod aktiv, die wir jetzt schon auf PC zur Ja. Verfügung hatten, aber nicht installiert hatten. So, Und wir ich machen jetzt glaube, mal Folgendes. der Performance-Modus stellt wahrscheinlich einfach nur diese Mods aus, vermute ich einfach mal. Kann Dann sein. kriegt es wahrscheinlich mehr FPS, vermute ich jetzt einfach mal. Wir testen natürlich alle Modis durch die wir zur Verfügung haben. So, das ist jetzt Sanctuary. Hier habe ich auch ein bisschen rumgebaut. Aber nicht so viel. Aber ihr seht da oben diese ganzen Verteidigungsanlagen und so. Das ist ein Haus, was ich komplett neu gebaut habe. Da werden auch Sachen verbaut sein, die jetzt nicht mehr existieren. Das ist natürlich ein hässliches Beton- und Wellblechhaus. Aber ja, hier sind noch ein paar Sachen übrig. Das habe ich versucht, den schön zu machen. Hier oben ist Schlafraum und so weiter. Aber das ist nicht so spannend. Geh mal weg, Piper. Piper ist meine Begleiterin.
kann sich ja immer verschiedene Begleiter suchen. Und wir gehen jetzt mal zur Red Rocket. Ihr seht schon im Hintergrund die Aufbauten der Red Rocket. Hier habe ich, okay, die Sachen sind alle wieder da, glaube ich. Genau, das habe ich hier alles weggeräumt, den ganzen Scheiß. Alles, was ihr hier seht, das hatte ich alles weggeräumt. Händisch, das ist natürlich jetzt alles wieder da, glaube ich. Ich auch hier hatte ich ja, meine ich, aufgeräumt. Egal. viele Sachen sind weg, leider auch die Bäume. Hier waren, ich hatte eine Mod, wo super, also wo die Bäume alle Blüten getragen haben, die waren halt alle nicht tot, sondern ich habe hier richtig viele tolle Bäume, das zeige ich euch gleich auf der PS4-Version. Und das ist dann so eine Allee, in der Nacht leuchten die Lampen und damit kommen wir dann zur Red Rocket. Das ist die Tankstelle, die wir vorhin gesehen haben, wo einfach nichts war. Und ich glaube, allein an diesen Dingen habe ich wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, gefühlt 100 Stunden gebaut, alles händisch gesetzt. Auch diese ganzen Bojen, so als Schmuck. Ich gebe euch mal, ich habe das schon mal gezeigt, aber ich gebe euch für alle, die mal neu sind, mal eine kleine Führung. Hier sind so kleine also das sind die Hauptschlafsäle für die armen Leute, die sich nichts leisten können. Dann gehen wir mal hier hoch. Das ist der Wall, da kann man oben auf dem Wall langlaufen. Und hier ist ein Fahrstuhl, der fährt oben auf den Aufsichtsturm. Hier haben wir Artillerie, die stetig besetzt wird. Die kann man anfordern, die Artillerie, wenn man irgendwo ist. Und die hilft einem dann. Da sind so ein paar Fusionsreaktoren. Hier ist ein Gewächshaus, was ich gebaut habe. Da sind auch die Leute und ernten irgendwelche Sachen. Hier sind so Verteidigungsstellungen mit Blick auf die Stadt. Wenn da irgendwer kommt, dann wird der sofort gesehen und weggeballert. Hallo, Frau Ghoul. Das hier ist so eine Chill-Area, so mit so ein paar Spielautomaten. Hier können die Leute tanzen. Hier ist Tanzfläche, hier soll getanzt werden. Jukebox. Ich befürchte, hier dudelt wieder Musik. Ich muss echt aufpassen, dass wir nicht geclaimt werden. Also hier kann man sich dann da... Oh, den Ton aus. Ja, machen wir auf Aufhalten. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Beziehungsweise, nee, wir gehen hier wieder lang. Und ey, wie viele Stunden ich das hier gebaut habe, dass das alles passt, ne? Alles auf PS4 gebaut. Größtenteils ohne Mods. Und man muss das wirklich alles einzeln... Ich weiß auch nicht. Zu viel Zeit gehabt mal in meinem Leben vielleicht. Hier kommen wir wieder runter, genau. Kommen wir dann... Allein das hier mit diesen Treppen, dass das geht, ohne dass man hängen bleibt. Dumm. So, hier geht's auf die andere Seite. Dann habe ich hier unten, habe ich so, was ist die Leiter? Hier habe ich so Maschinen verbaut. Und hier auch wieder Showers, also die sind alle weg. Hier hatte ich Duschen, ganz viele Duschkabinen. Die sind alle weg, weil die mit der Mod sind, die einem diese Vorkriegsmöbel gegeben hat. Und die sind leider jetzt durch das Add-on alle weg. Hier in der Mitte ist der Marktplatz, also hier wird alles verkauft. Hier kann man eben auch Munition und so weiter, Kleidung und so kaufen. Das sind die ganzen Leute, die dann hier an den Ständen sind. Das hier ist meine Behausung. Hier hatte ich super viel Stuff. Diese ganzen Teddys und so habe ich immer alles mitgenommen, wie so ein Irrer, und habe die hier so reingeschmissen. Und da waren wir vorhin ja auch. Nichts davon ist da. Hier ist mein persönlicher Platz. Die ganzen Deathclaw-Krallen, die ich hier alle erbeutet habe im Laufe der Zeit, die sind alle jetzt hier durcheinander. Die waren alle mal gestapelt. Die sind auch ganz viele. Ihr habt ja vielleicht vorhin die Zäune gesehen. Die sind alle weg. Das waren auch so weiße Picket-Fences, die... Ah, ich glaube, da komme ich nicht durch. Mit der Mod kam, die sind alle nicht mehr da. Jetzt gehen wir mal an das Haus. Das war das erste Haus, was ich gebaut hatte. Seht ihr diese in der Luft hängenden Lampen? Die hängen in der Luft, weil alles, also da war ein Baum, ne? Hier stand ein richtig schöner, prächtiger Baum und diese Lampen hingen im Baum, um den quasi nachts zu beleuchten, was cool aussieht, wenn der Baum da ist. Jetzt ist er halt weg. So, dann gehen wir mal in das Haupthaus. Das war das, was ich zuerst gebaut hatte. Hier sind die ganzen Magazine drin, die ich im Laufe der Zeit in den Wastelands gefunden habe. Die habe ich hier alle ausgestellt. Und dann gibt es hier so eine Bar. Lächerlich viel Bilder, aber ich wollte die alle mal einmal aufhängen. Billardtisch. Wenn wir hochgehen, hier ist der erste Schlafsaal gewesen. Vom Balkon kann man noch ein bisschen gucken.
Dann hier ist der zweite Schlafsaal. Und hier ist fang meine Power-Rüstung an. Die habe ich hier so aufgestellt. Da sieht man die. Wie viel haben wir denn jetzt? 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so. Eine ist noch in der Garage. Diese rote hier ist die Nuka-Cola. Und da muss man überall die Fusionskerne rausnehmen, weil wenn ich die Fusionskerne, so wie jetzt das hat zum Beispiel noch drin, wenn ich den da drin lasse und wir haben hier so einen Raider-Angriff, dann steigen die Bewohner alle in die Power-Rüstung und laufen damit durch die Gegend, um den Angriff abzuwehren und stellen dann die Power-Rüstung irgendwo ab, wo sie nicht hingehört und ich muss sie dann suchen. Das ist ein bisschen blöd. Hier kommen wir aufs Dach. Hier stehen die restlichen Power-Armors und ihr seht lächerlich viele Geschütze, um eben ja, die Leute daran zu hindern, dass sie uns hier angreifen. So sieht man das ein bisschen nochmal von der Seite. Ja, lächerlich viel Zeit, die ich investiert habe. Aber es hat mir so Bock gemacht, einfach das hier so schön zu machen. Wir können auch einmal auf den Turm rauf. Das ist dann hier. Hat ein bisschen was von Megaton. Ja. Die ganze Holzkonstruktion und... Ja, ja. Alles auf kleinen Raum irgendwie funktioniert. Ja, man muss auch so in die Höhe bauen einfach, ne? Ja. Genau, und hier habe ich einfach irgendwann aus Bock, ich wollte einen Turm haben, der ist jetzt nicht besonders schön, aber dann, ich wollte einfach eine Aussichtsplattform haben, von der die möglichst hoch ist. Man sollte hier nicht runterfallen. So. So sieht das aus. Da hinten ist Sanctuary. Und die Wolken sind auch neu, oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, jetzt gehen wir wieder runter und ich finde, wir gehen jetzt mal nach Concord rein und schauen uns da mal an, wie es aussieht. Und dann testen wir natürlich auch gleich nochmal dann den Performance-Modus. Wir können jetzt hier den Fahrstuhl nehmen oder wir gehen zu Fuß. Da ist Piper. Hallo Piper. Gehen wir mal bitte aus dem Weg. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, inwiefern wir das Video geschnitten haben, weil wir einige Minuten haben, wo das Radio läuft. Weil wenn hier irgendwo ein Radio rumsteht, was nicht deaktiviert ist, dann läuft da halt GEMA-pflichtige Musik und dann wird komplett das ganze Video geclaimed und das müssen wir dann rausschneiden. Deswegen kann es sein, dass manche Sachen fehlen. Und jetzt gehen wir mal raus. Das ist mein Buddy Strong. Ich habe super viele Companions laufen hier rum auch, ne? Ich habe eigentlich alle Companions, die ich habe, hier untergebracht. Wir können auch mal eben gucken. Da sieht man oben rechts die Größe. Also die ist jetzt am Anschlag. 39 Betten, Schutz 364. Also hier werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr angegriffen. Hier leben 25 Leute. Und die ganzen... also man kann ja auch hier auf der Map die Versorgungsrouten anzeigen, so, ne? Also alle Wege laufen nach Red Rocket. Das sind halt das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Man kann jede Siedlung an so ein Netzwerk anschließen und das haben wir auch gemacht und ihr seht überall, wie viele Siedlungen das sind und ich habe fast alle mehr oder weniger ausgebaut, weil es einfach Bock gebracht hat. Also mir hat es Bock gebracht, das war so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, so eine Beschäftigung. So, jetzt gehen wir mal runter. Ich glaube, wir können gleich mal wieder ein bisschen Sound anmachen, weil die Gefahr eines Radios ist jetzt hier gebannt. Und das ist halt die Stadt, die wir gerade ja auch schon auf dem PC gesehen haben. Das ist Concord. Wie ist denn euer Eindruck jetzt? Habt ihr das Gefühl, es sieht deutlich besser aus als die vorherige Version? Ich kann die Radios einzeln ausmachen, das stimmt. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo sie stehen. Ich müsste jetzt erstmal rumlaufen und sie suchen. Ich meine nicht das Radio, was ich im Pip-Boy habe, sondern ich meine das Radio, die Radios, die quasi hier in der Welt noch rumstehen. Und die kann ich dann natürlich ausschalten. Aber bis ich dann da bin und sie ausgeschaltet habe, läuft natürlich die ganze Zeit die Musik. Ich glaube, die Leute wollen auch mal den Performance-Modus sehen. Ja, das machen wir auch gleich. Keine Sorge, wir machen auch den Wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir machen gleich den Performance-Modus. Kein Zeitdruck, Leute. Jetzt gucken wir uns erstmal. Ja, bei der PC-Version hätten wir vielleicht auch noch mal den HD-Patch anschalten sollen, vielleicht zum Vergleich. Ja. Weil dann soll es eigentlich genauso aussehen, denke ich. Ich habe ja auch natürlich super viele Waffen mittlerweile drin.
Aber klar, warum soll es auf PS5 besser aussehen als auf PC, ist die andere Frage. Ja, das würde nicht eigentlich so wenig, ja, nicht so viel Sinn ergeben. Wir können ja auch mal nach Diamond City gleich und die Quest uns auch angucken. Laufen aber erstmal so ein bisschen hier so in der Wildnis rum. Also ich bilde mir schon, vielleicht ist das auch komplett Einbildung, aber ich finde schon, dass es besser aussieht. Vielleicht ist es auch Placebo, vielleicht ist der ganze Patch nur Placebo. Nee, das stimmt schon. Also die HD-Texturen sind ja hier aktiv, die waren ja vorher nicht aktiv auf dem PC. Ja. Also deswegen sage ich, also es sieht auf jeden Fall besser aus als gerade eben. Es ist schärfer und nicht so verwaschen. Ja. Natürlich bei Twitch und YouTube relativ. Ja, das ist das Ding. Natürlich verliert sich viel über die Datenübertragung. Aber ich sehe es jetzt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen deutlicher als ihr da. Ach, hier. Hallo, Leute. Ah, der da einer. Was geht ab? Hallo, Simone. Ja, hier habe ich auch. Mit denen habe ich auch gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich mit denen gemacht habe. Aber. Ich nehme nie wieder Chat. Nee, der war süchtig, genau. Das war ein Junkie. Okay, Chat sagt aber auch, in den Einstellungen kannst du separat hier auch Radios ausschalten. Ob das jetzt für alle Radios gilt, weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht. Quasi hier oder was? Die Settings, ja. Das heißt auch noch Settings hier drin. Bei Audio oder wo? Ja, und da Radio mal oh, auf. Oh, Musik. Ah, Radio. Oh, das ist sehr gut. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob das nur fürs Pip-Boy-Radio gilt oder für alle. Das ist natürlich die große Frage. Ja, ich mach mal einfach Musik und Radio aus. Obwohl, warte mal. Musik ist ja auch das Gedudel, das ist ja ganz schön. Ja, Musik würde ich lieber anlassen. So. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter rum. Gucken uns die Sachen hier an. Doch, das sieht schon geiler aus. Ich habe wieder so richtig Bock zu zocken. Es ist natürlich jammer schade, dass die... Hier wird geballert. In diese Richtung. Und das ist übrigens eine Sache, die mich an dem Spiel immer massiv genervt hat bei Fallout 4. Dass dieselben Gegner immer an derselben Stelle wieder gespawnt sind. Also, wenn man eine gewisse Weile nicht irgendwo ist und man reist dann da zurück per Schnellreise oder zu Fuß, ist egal, dann sind dieselben Gegner an derselben Stelle und machen dieselben Sachen. Und das ist komplett nervig, weil du hast das Gefühl, du entdeckst diese Welt, da ist irgendwas und dann tötest du die Leute. Und dann kommst du halt 20 Minuten später wieder und es ist alles genauso gleich, als wärst du nie da gewesen, wie in so einem Limbo, als wenn das alles zurückgesetzt wird. Und das finde ich ganz fürchterlich, das reißt einen komplett raus. Natürlich kannst du nicht die ganze Welt unbelebt lassen, aber dass es eine Variation gibt, wo die spawnen und so. Klar ist es vielleicht nicht so einfach zu machen, weil ja, das irgendwo mehr Arbeit ist oder was, dass du dann verschiedene Spawnpunkte und oder whatever, aber das hat mich komplett genervt. Das hat mich so rausgerissen, weil du bist an einigen Stellen ja echt oft und dann jedes Mal, oh, da kommt von rechts, kommt jetzt wieder der Supermutant mit der Bombe in der Hand auf dich zugelaufen, oh, schieße ich mal eben auf die Bombe, dass er explodiert und so, das, ja, das war echt schade. Schlechte Designentscheidung meiner Meinung nach. Ah, das ist ja diese Riesenfabrik. Oh Mann, ey, da habe ich auch viel Zeit drin verbracht, oh ja, die ist riesig. Das ist auch die Straße oben, oder? Da kann man doch vorbei oben. Ja, genau. Da oben kommt man rauf und das ist diese riesige Fabrik. Boah, da war ich auch richtig lang. Die war absurd. Da gab es auch diese Fallen, die mir Lärm gemacht haben. Ja, boah, ey. Guck mal da hinten. Ist das Boston? Ja, oder? Das ist. Guck mal da hinten. Der Buddy da. Oh shit, ja. Exakt. Da. Oh. Wie Hammel. Was? Uncool. Achso, sie, ich dachte. Ja, so. Du siehst. Oh, okay, Ghule ist natürlich jetzt erstmal nicht so cool. Ah, ey! Ghule ist jetzt. Ghule. Es ist leider. Oh, nee, was haben wir noch? Okay, nee, schieß erstmal den ab. Ich habe so ein paar geile Perks, die dann meine Wetzpunkte zurücksetzen, wenn ich einen Kill mache. Oh, nee, nicht den. Ich will erstmal die kleinen. Oh, okay, das macht sie. Egal, mach erstmal weg. Okay, er ist hart am Nerven. Mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Ich kann diese Criticals. Ich habe vier Criticals, die kann ich zünden.
nacheinander. Das ist eigentlich in den meisten Fällen ein Todesurteil für jeden Gegner. Für ihn auch. Also die verbrauche ich jetzt einfach mal am Stück, dann ist er weg. So, jetzt 4 Criticals, die füllen sich dann wieder auf. Also tschüss. Oh, okay, das war ein Problem. Das Auto ist explodiert. Da habe ich Glück, dass ich das überlebt habe. Gehen wir mal kurz hier auf Stimpak. Und... ja, okay, das haben wir überlebt. Oh, die Dinger sind auch so nervig. So, da fühlt sich mein Critical wieder auf. Das ist, also diese ganzen Synergieeffekte, die man skillen kann, das ist schon krass. Ich fühle mich wie so eine unbesiegbare Maschine mittlerweile. Deswegen spiele ich auch auf sehr schwer. Ich spiele auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, weil ich so krass bin, dass das sonst gar keinen Bock mehr bringt. Ich bin wirklich einfach übermächtig. Aber noch ein paar andere Waffen. Es gibt ja super viele Waffen, die so krasse Perks haben. Ich guck mal, was ich heute dabei habe. Ich habe super viele gefunden. Das sind die, die so einen Stern haben und die haben alle so Special Effects. Also diese Tactical Tesla Rifle zum Beispiel verschießt eine elektrische Entladung, die auf andere Ziele überspringt. Das ist natürlich so bei Crowd Control ganz geil. Das ist die Overseer's Guardian. Die finde ich einfach, die macht einfach Spaß, weil die diese so eine klassische Projektilwaffe ist und die schießt halt 2 Geschosse ab, also macht die im Prinzip doppelten Schaden, wenn du so willst, weil sie halt 2, muss natürlich auch mehr Munition haben. Dann habe ich ausgerüstet die hier, 50% mehr Körperteilschaden, die ist natürlich super, wenn du auf Beine gehst. Bei ganz vielen Gegnern geht man auf Beine, damit die entweder langsamer werden, während sie auf einen zulaufen, oder einfach die Beine abgeschossen werden und dann können sie nichts mehr machen. Den habe ich, glaube ich, nur eingesammelt, den habe ich gar nicht ausgerüstet, weil das Nahkampf ist. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Das ist zum Beispiel auch ganz geil, auch gerade wenn du mehrere Gegner um dich rum hast. Das ist die Kellogg's Pistol, die füllt die Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht, weil ich das eh habe für alle Waffen. Aber es ist halt von dem Charakter, den man trifft im Spiel, deswegen habe ich die dabei, die ganz geil ist. Die ist auch super, die hat unbegrenzte Magazinkapazität. Bei der Schrotflinte kann ich einfach drauf losballern, gar kein Problem. Also es gibt schon wirklich coole Waffen. Das ist das gleiche Perk, den ich bei dem Colt habe. Was haben wir noch? Feuert ein zusätzliches Geschoss ab, das haben wir bei dem anderen auch. Und man kann sich die Dinger halt dann in der Waffenbox, in dieser Werkbank, kann man die halt modifizieren und also den Lauf, Griff und alles Mögliche so ändern. Und dann verändern die ihre Eigenschaften und da kann man schon richtig krasse Waffen machen. Es gibt noch viel krassere, und nicht viel, viel krassere, aber es gibt noch andere, die auch krass sind. Es gibt zum Beispiel eine Waffe, die bei jedem Treffer den Schadensoutput erhöht. Also je mehr Treffer ihr auf ein Ziel habt, desto höher wird dann der Schaden jedes Treffers. Da kann man natürlich auch größere Gegner relativ schnell mitlegen. Genau. Laufen wir noch mal ein bisschen durch die Gegend und sehen uns satt an den... an der schönen Optik. Ey! Boah! Einfach überhaupt nie aufgepasst. Wo denn? Da oben. Guck mal. Oh. Ah! Shit! Ah! Der hat, habt ihr das gerade noch gesehen? Ich weiß nicht, ob ich die hätte abschießen können. Aber gerade noch erzählt, ich bin hier so godlike unterwegs und mir kann niemand was. Aber dann bin ich einfach hier im Labermodus durchgelaufen und habe die Gefahren gar nicht mehr wahrgenommen. Aber das Spiel wird auch lame, wenn man zu krass ist. Man will ja auch mal sterben. Weil sonst läuft man nur... Oh, jetzt bin ich hier gelandet. Egal. Sonst läuft man nur durch die Gegend und man... niemand kann einem mehr was. So, ich wollte euch nochmal kurz zeigen, was habe ich eigentlich an. Genau, ich habe auch ganz coole Sachen an. Da gibt es ja auch so Perks. Um 10% reduzierte Aktionspunkte kosten im Wets habe ich hier Beweglichkeit und Wahrnehmung plus 1, plus 2 Glück. Was habe ich hier noch? Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer plus 1. Also es gibt auch wirklich krasse Ausrüstungsteile. Dreispitz des Kapitäns. Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10% erhöht. Das ist ein Hut. Den habe ich auch gar nicht auf. Welchen Hut habe ich denn auf? Habe ich einen besseren Hut noch? Die Brille gibt mir einen Charisma.
Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt's geilen Scheiß. Jetzt wollen wir mal nach... Wo ist diese neue Mission, Nicola? Du hast gesagt, die ist in der Mitte des... Stahlwerk war es, glaube ich. Also, du hast gesagt, in der Mitte irgendwo. Er hat Osten gesagt. Ich gucke gerade nochmal nach. Im Osten? Ja. Gibt es da irgend so ein Stahlwerk? Ich kenne das gerade nicht mehr. Im Osten? Konservenfabrik gibt es... Saugus Ironworks heißt das Ding. Das, da ist es, okay. Hast du es? Ja, abs, ja. Ich kenne doch meine Karte. Ich weiß doch, wo was ist. Ich merke schon, du kennst dich ja richtig gut aus. Mhm. So, jetzt gucken, wo genau die Story anfängt. Road North of Sauron Ironworks, also irgendwo im Norden. Und ich habe auch so einen Perk, dass mit jedem Treffer, den ich im Wetz sozusagen eingebe, sich die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Aber das ist natürlich Quatsch, wenn da irgendwas davor ist, aber... okay, machen wir mal dem hier. Guck mal, der hat 40% und mit jedem Treffer, den ich mache, bis 95%. Das ist halt einfach auf die Entfernung. Okay, er trifft jetzt Vorführeffekt einfach überhaupt nicht. Das ist natürlich jetzt komplett lächerlich. Okay, er trifft einfach gar nicht bei 95%. Das ist einfach lächerlich. Okay, das ist einfach ab. Das ist erbärmlich. Okay. Ich glaube, das ist hier schon neu, oder? Ich muss mal ganz kurz. Ich sterbe nämlich sonst gleich. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass mir überhaupt irgendwer was kann. Oh krass. Da müssen wir mal kurz umschießen hier. Ich brenne nämlich schon. Das ist mega laut gerade, oder? Kann das sein? Ja, ich mach's ein bisschen leiser. Okay, Machen wir dann noch Leute? Oh, noch ein Geschmiedeter. Biss. Spratz. Ich kann ja mal noch eine neue Waffe nehmen. Was habe ich denn noch? Sniper Rifle. Achso, das ist auch ein bisschen blöd, weil die Sniper Rifle gar nicht wirklich, also man würde, guck mal, man würde doch jetzt sagen, bei einer Sniper Rifle muss ich doch eine viel höhere Trefferwahrscheinlichkeit haben auf die Entfernung. Aber das ist überhaupt nicht so. Das ist nur für manuelles Schießen. Und das fand ich auch mega kacke, weil das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, als Shooter gespielt zu werden auf der PlayStation, weil die Frames einfach, es reicht einfach nicht. Du kannst es nicht gut als Shooter spielen. Und dann zu sagen, okay, ja, ich habe zwar jetzt den Sniper Rifle und das hilft mir vielleicht, weil ich jetzt ein geiles Visier drauf habe, irgendwie weiter zu gucken, aber es müsste im Wetz eine viel höhere Trefferwahrscheinlichkeit geben und es ist einfach nicht so auf Entfernung. Ich bekomme jetzt hier 95%, aber nur, weil ich halt dieses Perk habe, dass ich mit jedem Watt-Schuss, den ich darauf setze, auf das Körperteil eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit habe, die sich so stackt dann, wie hier jetzt. Das fand ich auch ein bisschen blöd. Das hat halt dann eigentlich gar keinen Sinn ergeben, mit einer Sniper herumzulaufen, wenn man manuell spielt. Wenn man nicht manuell spielt, so rum. Guck mal, jetzt kriegen wir 95%. Das ist auch echt komisch, wie das teilweise ausgerollt wird. Also 95% ist nicht immer 95%. Ist das jetzt ist es vielleicht zu leise, ich weiß es nicht genau. Eine Abwischung ist nicht. Ich bell jetzt gerade nur ein bisschen im Hintergrund. Achso, du machst das sehr gut. Ist das jetzt hier schon die neue. Und das mag ich so, sagen. Diese Replays sind so geil. Ich weiß auch nicht mehr genau, was hier mit den Geschmiedeten war. Ob die Freunde. Da kennst du irgendwas aus der Serie wieder? Tragen die irgendwie Uniform oder so aus der Serie? Nee. Aber es geht ja um die Remnants. Kann einfach so nicht schießen. Enclave oder sowas? Ah, hier ist ein Walkthrough. Ich glaube, den sehen wir jetzt nicht. Es ist nicht möglich, so zu schießen. Naja, da wird sich gleich schon. Kannst du eine Quest auswählen, dein Pip-Boy, die so heißt? Gucken wir mal. Ja. Echos der Vergangenheit. Ja, da ist er. Pop, 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 da. Untersuche den letzten bekannten Aufenthaltsort der verschwundenen Karawane. Ah ja.
genau. Ja, okay. Ach so, da ist es ja eigentlich. Da ist ja. Ne, ne, da ist es ja ein bisschen nach links. Aber der da oben nervt mich trotzdem. Den will ich eigentlich noch weghaben. Aus Prinzip, wann steckt da sein Kopf raus jetzt? So. Kann ich jetzt mal. Critical müsste eigentlich automatisch treffen, oder? Ja, egal wo er ist. Trifft er. Ah, jetzt ist er wieder weg. Ah, nerv! Ich könnte ja auch ein bisschen hochgehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die immer da waren. Da ist ja noch einer. Trifft nicht. Also wenn ich jetzt den kritischen manuell trigger, dann trifft er den, aber so, das ist auch Quatsch mit den 95%. Das ist alles nicht gut gemischt. 95% heißt doch, von 20 Schüssen treffen 19. Das ist natürlich Quatsch. Ja. In XCOM ist es ein bisschen anders. Da heißt 90%, du triffst vielleicht. Ah, okay. Egal, wir gehen jetzt zu der Quest. Scheiß, ja. Scheiß auf den Typen. Weiß nicht, ob das schon zur Quest ist. Ist ein Briefing dafür für die Quest? Nee, ne? Also irgendwie so eine Holotape. Karawane so. Stand da, irgendwas mit der Karawane. Ja. So, warte, da ist er nochmal kurz, zeigt er nochmal kurz seinen Kopf. Bam. Letzter Versuch. Ah? Ich mach Critical, jetzt müsste es klappen, ja. Ah. Okay. So, was haben wir denn noch für Waffen, die ich euch zeigen kann? Achso, das ist noch die andere Sniper Rifle, die habe ich oben. Da sind die Stimpaks, das ist die, die ich immer hatte. Dies ist die Gauss Rifle. Die ist auch ganz krass. Glaube ich. Hier so, pass auf. Ist natürlich jetzt dunkel, ne? Wir machen noch ein bisschen Licht. Und dann müssen wir auch gleich den Performance-Modus natürlich nochmal zeigen. Erst dein letzter Schuss hat die 95%. Echt? Ist das so gewesen? Ich habe das immer anders verstanden. Aber ich habe auch nie irgendwo online irgendwas nachgelesen oder so. Guck mal hier. Folge den Blutspritzern. In welche Richtung gehen die Blutspritzer denn? Ja, gegen noch mehr davon. Boah, sie ist aber richtig leise. Da müssen wir den Dialog-Schlauchsteigen lauter machen. Alles andere ist ja relativ laut. Also es dauert 10 Sekunden, wenn ich auf Start drücke. Ich habe auf Start gedrückt. Es dauert 10 Sekunden, bis das hier kommt. Wir gehen mal kurz auf. Im YouTube-Chat wurde schon gesagt, dass die Entwickler anscheinend an einem Update arbeiten, damit es ein bisschen runterläuft. Date fürs Update. Und so. Von 20 treffen 18, oder? Nee, das wäre 90%. 18 von 20 ist 90%. Was ist denn jetzt? Oh, ja, da sind die Enclave Boys. Mit ihren Power Armors. Tschüss. Da geht er down. Wieso brenne ich? Ich will nicht brennen. Ich möchte bitte nicht brennen. So, noch mehr von denen. Jo, alles klar. Gut, dass ich da nicht drin stand. Hier unten ist noch irgendwer da. Und auf dem Kopf. Alter Schwede, ey, wie die wegexplodieren. Da, guck mal! Wie krass die durch die Gegend fliegen. Okay, wir sollen das Terminal lesen. Okay. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel. Das gehört uns, genau. Okay. Wo sind die Reste von den ganzen Leuten? Hat der nicht eine, so eine Power Armor? Ist die komplett im Arsch jetzt? Ist nichts mehr von zu finden. Hier, nee. Oh, der hat Kronkorken, nehme ich. Das ist aber. Das ist. Ja, Enclave. Oh shit, was ist jetzt los? Über uns ist noch einer. Okay. Was macht der denn da oben?
Steck mal deinen Kopf raus. Na, der wird sich schon melden. Wir gehen erstmal hier hin. Ah, weg ist er. Ist natürlich jetzt auch eigentlich, wenn man unentdeckt bleiben will, keine gute Idee, das Licht des Pip-Boys laufen zu lassen, aber dann sehen wir einfach mehr. Also da ist der Terminal. Mal gucken, nicht, dass hier irgendwelche Fallen sind oder so. So. Dann lesen wir mal. So, Feldeinsätze, Enclave, Gott segne Amerika, Beschaffungsprotokolle. Oh, Alter, okay. Da gibt es zu jedem Einsatz jetzt einen Text vermutlich. Übersicht. Mehrere Höllenfeuer-Power-Rüstungen wurden im Einsatzgebiet gesichtet, Bergen von höchster Wichtigkeit. Zusätzliche Hinweise. Eine hiesigen Händlerin verstorben hat Berichte bestätigt, dass ein Krawallmacher namens Pyro im Besitz einer Höllenfeuer-Power-Rüstung ist. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Pyro einen Deserteur überfallen und ihm die Rüstung abgenommen hat. Bergungsoperation wird in Kürze beginnen. Es wurde bestätigt, dass sich schwere Hochleistungsöfen im Einsatzgebiet befinden. Bergung von höchster Wichtigkeit. Zusätzliche Hinweise. Eine hiesige Händlerin verstorben hat Berichte bestätigt, dass eine fanatische Gruppe namens Geschmiedete im Besitz eines schweren Hochleistungsofens ist. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass ein fehlgeleiteter Soldat, verstorben, seine Waffe gegen Ration eingetauscht hat. Soldat wurde dementsprechend diszipliniert. Bergungsoperation wird in Kürze beginnen. Ja, das ist auch so ein bisschen wieder dieser Fallout-Humor, dass da jetzt in Klammern verstorben steht, weil man eigentlich denkt man sich, okay, ihr habt die einfach umgebracht, vermutlich auch vorher noch gefoltert, um zu den Informationen zu gelangen. Und da steht einfach nur so wie so auf einem Amt ganz bürokratisch, Klammer auf, verstorben, Klammer zu. Tesla-Kanone. Es wurde bestätigt, dass sich Tesla-Kanonen im Einsatzgebiet befinden. Bergung von vorrangiger Wichtigkeit. Keine zusätzlichen Hinweise. Power-Rüstung. Es wurde über das Vorkommen von Power-Rüstung X-02 im Einsatzgebiet berichtet. Bergung von höchster Wichtigkeit. Zusätzlicher Hinweis. Ein Deserteur, der ins Commonwealth von Massachusetts geflohen war, befand sich im Besitz einer Rüstung. Der Geheimdienst arbeitet an der Bestimmung des möglichen Verbleibs. Okay. Fusionskerne. Zusätzliche Hinweise. Der Geheimdienst hat bestätigt, dass sich im Commonwealth von Massachusetts eine beachtliche Anzahl Fusionskerne befindet. Jeder davon sollte bei Sichtung geborgen werden. Laut Befehl sind Zivilisten im Besitz von Fusionskernen, von deren Konfiszierung zu eliminieren. Haha. Plasmawaffen. Eine hiesige Gruppe namens Gunner ist im Besitz einer besonders großen Menge von Plasmawaffen. Sollten sich taktische Vorteile ergeben, müssen Gunners Trupps vernichtet und ihre Waffen konfiziert werden. Überlebende sind laut Befehl aufzuspüren und hinzurichten. Zusätzlich im Commonwealth von Massachusetts wurde die Anwesenheit der stählernen Bruderschaft beobachtet, obwohl sie wahrscheinlich Plasmawaffen besitzt, ist eine Konfrontation zu vermeiden. Also wahrscheinlich das Gleiche. Gunner, bla bla bla. Genau, okay. Das ist der Part gewesen. Sehr viel zu lesen. Befehle. Missionsanweisung. Erhalte wertvolle Ausrüstung von nicht autorisierten Personen. Erstens, Lager im Einsatzgebiet berichten und alle 14 Tage vorgesetzten Berichte hinsichtlich beachtenswerter Vorfälle in der Nähe erstatten. Zweitens, Verbleib verschonter Ausrüstung mittels Aufklärung, Zwangsausübung, Folter oder anderen bekannten effektiven Methoden in Erfahrung bringen. 2b, befragte Bevölkerung nach erfolgreicher Informationsextraktion beseitigen. Drittens, nach Identifizierung des Verbleibs von Ausrüstung Bergung einleiten und Zeugen beseitigen. Viertens, nach erfolgreicher Bergung von Ausrüstung mittels Funkleitfeuer zum Feldhauptquartier zurückkehren, Funkfrequenz auf Terminal beigefügt. Ah, okay. Ja, ihr seht, die sind alle scheiße, ne? Wir machen mal das hier runter, alles klar. Und die Turmsteuerung können wir auch machen. Okay, wir können sie deaktivieren. Ich weiß gar nicht, ob das gegen mich gerichtet ist. Kann ich das vielleicht doch umprogrammieren? Suche nach Zielen. 13,65 mm. Ja, ich deaktiviere das mal. Es kann natürlich auch sein, dass mir das im Zweifel hilft, aber weiß auch nicht. Wie spät ist es? Wir können schlafen, dann können wir vielleicht nachts tagsüber weiterspielen. Ach, es ist ein Feiner. Nee, wo denn? Hier, die haben die Händler vernichtet. Warum? Warum habt ihr das gemacht? Okay, wir müssen da wieder rüber. Genau, das, okay, das Terminal habe ich gerade abgeschaltet, ne? Das ist neu, das gibt es nicht zu bauen. Also die Enclave sind auch Arschlöcher auf jeden Fall.
Der Typ da oben, glaube ich, ist es, der mich daran hindert zu schlafen. Ah. Okay, kann ich die haben? Kann ich gar nicht alles tragen, glaube ich. Hm, jetzt habe ich die genommen. Wo ist denn meine... Da, komm mal her hier. Befehl. Hey. Handel. So, die kann ein bisschen was schleppen, aber der Waffenname ist ein kleiner Insider-Gag mit einem Freund von mir, den ich euch aber nicht erklären kann, weil ihr kennt den Freund, den ich habe, und dann werdet ihr dem das sagen und dann gibt's Ärger. Was gebe ich ihr denn mal? Was kann sie denn noch schleppen? Ich gehe mal auf Kleidung und jetzt will ich ihr diese ganzen Enclave-Sachen geben. Lagern, 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 lagern. Okay, Piper kann nicht mehr tragen, aber das reicht. Sehr gut. So, jetzt 5 Meter, 4 Meter. Was willst du denn noch? Ach, das geht gar nicht um den Typen. Doch. Was willst du denn jetzt, was ich noch mache? Der hat nur noch die Militäruniform. Hä? Okay, was ist die Quest? Was willst du von mir? Ha, folge dem Funkleiter, okay. Muss ich das auf Radio machen oder wo mache ich das? Seltsames Signal, nee, ne? Das ist da, glaube ich, nicht bei. Folge dem Blutspritzern. Was soll denn das? Habe ich noch mehrere Sachen an? Ne? Beginne mit der Suche, ja, am Rand des leuchtenden Meeres. Was ist hier los? Was soll ich noch tun? Bin mir nicht ganz sicher, was ich noch machen soll. Und wir sollten den Blutspritzern auch vollem folgen. Die waren ja hier. Und ich glaube eher in dieser Richtung. Oder war das in einer anderen Richtung? Wahrscheinlich, vielleicht war es auch in einer anderen Richtung. Weil da kam ja die Endgleich. Hier ist kein Blut mehr. Warte mal. War das der Händler, der da vorhin lag? Den haben wir eigentlich schon gesehen. Habt ihr eine Ahnung, warum das jetzt hier nicht geht? Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Keine Ahnung. Also diese Blutspritzer, okay, was... Dann gehen wir mal in diese Richtung, was ist denn da noch? Ist das überhaupt... Gib einen Walkthrough, ich kann dich spoilern, wenn du willst. Naja, ich check's... Ja, ich check halt nicht, was das hier soll. Ich kann Pip-Boy gucken, ob da irgendwas ist, aber... Habe ich noch irgendwas anderes an? Ja, das hier habe ich noch an, genau. Achso. Das will ich noch ausmachen, weil das verwirrt mich nämlich, genau. Bitte sofort ausmachen. Genau, das zeigt nämlich auch Sachen. Ja, kannst du mir gerne sagen, was, weil das checke ich gerade nicht. Muss ich irgendein Signal anmachen? Warum wird mir das hier noch als questrelevant dargestellt? Das kannst du mir gerne sagen, wenn du das weißt. Okay, ich muss kurz durchlesen. Weil das checke ich nicht. Und normalerweise, die hat gesagt, Folge der Blutspur, die sehe ich jetzt ja leider auch nicht mehr. Ich würde auch gerne eigentlich schlafen, damit es wieder Tag ist. Das Terminal hast du schon gesehen, oder? In ihrer Basis. Genau, das Terminal haben wir schon. Das sind... Ist einfach nur die Reflexion meines Dingsbums. Ich weiß nicht, ob das Koordinaten für ein anderes Camp. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, na, ich habe ja was bekommen, so ein Leitstrahl, aber der ist... Der müsste ja wahrscheinlich dann bei Radio sein. Ah, Leitstrahl AM 810. Ist es das? Hat der Tetris gerade gesagt. Jetzt ausgemacht, ne? Vielleicht wird das Signal stärker. Ja, müssen wir das aber. Wir müssen dann Signale bekommen, ne? Irgendwelche piep, 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 piep oder sowas. Ich habe jetzt das Radio ja ausgemacht. Ich glaube, ich muss das in den Einstellungen wieder anmachen. Achso, ja, stimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass das. Das relevant wird. Ja, wirklich. Da war das auch Radio, genau.
gucken. Oh, Krafator, 20 Subs. Krafi, was geht ab? Krafi ballert 20 in den Club. Krafi, vielen lieben Dank. Geiler Typ. Krafi, vielen lieben Dank. Außerdem, ey, Red Elephant, Joachim Quid. Auch euch beiden sehr vielen lieben Dank. Der Krafi ist krass. ey, das Radio ist nicht an. I don't get it. Was ist los? Ah, jetzt? Ah? Nee. Ich hoffe mal, das ist das Richtige. Das kann in dem Fall nicht normal sein, dass der Typ da noch eine Quest ist, obwohl der da das irgendwas ist damit. Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe dem schon alles abgenommen. Ich weiß nicht, was das noch soll. Da liegt oder liegt irgendwas unter dem? Vielleicht liegt der auf dem Blutfleck drauf, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann da einfach nicht ran. Was soll das? Seine Rüstung habe ich ja auch schon genommen. Also den Kram da, diese Stahlunterwäsche kann ich leider auch nicht mehr weg. Keine Ahnung. Vielleicht steht hier irgendwas. Keine Ahnung. Das ist mega blöd. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auf der Karte irgendwas sehe. Kann ich das... Ne, Karte. Also das ist das. Folge den Blutspritzern. Schau auf deine Karte und du siehst einen anderen Questmarker steht hier. Das ist aktuell nur einen, oder? Ja, ich sehe nur den. Folge den Blutspritzern, aber... Ich meine, das kann ja überall... Das Radio musst du erst machen, wenn du in dem Bereich bist. Das ist die Prudence, da, das ist eine Brotherhood of Steel Quest. Das sind hier die Add-ons. Hier ist noch was. Rand des leuchtenden Meeres. Was ist denn das für eine... Ja, stimmt. Das ist es. Quest. Das muss sein, ja. Also war weit weg. Nee, man kann die nicht wegziehen, die Leichen. Diese Art von Physik beinhaltet die Engine nicht. Rauskommen, desto besser. Okay. Und jetzt das Radio aktivieren? Ja, in der Radioaktivität. Meinst du das Radio aktivieren in der Radioaktivität? Natürlich. Oh, zerspratze! Gut, dann gucken wir mal. welches von den Markern ist jetzt das Richtige? Beziehungsweise... Alles weg. Oh, nee. Ja, ist weg. Genau, musst du hier mal rumlaufen und gucken, wo das Signal stärker wird. Sollte irgendwo am Bildschirm eine Prozentzahl erscheinen, wenn es radioaktiv ist. Verloren. Oh. Also, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Gefunden. Okay, also gehen wir mal hier den Weg entlang. Ich habe auch noch so ein Radiation Suit, so ein Hazard Suit, den man immer gut anziehen kann. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu, den anzuziehen, weil dann müsste ich alle Klamotten ausziehen und die dann händisch wieder, also beziehungsweise beim Anziehen kein Problem, muss ich einfach nur den Hazard Suit auswählen und dann ist er angezogen. Aber wenn ich dann wieder auf die Kampfausrüstung wechseln will, dann muss ich jedes einzelne Rüstungsteil manuell anziehen. Und das ist ein bisschen blöd. Also da ist noch ein Weg, vermutlich geht das eher den Weg entlang. Oh, was ist das? Hallo. Ja, guck mal. Wollen wir ihn erlösen? Der sah so traurig aus. Oh, jetzt ist dein Freund weg. Nee, das geht nicht. Ah, wo kommen die denn alle her? Oh, das ist so ein Flamingo-Trupp jetzt, oder? Alle auf einem Bein. Okay, bleibt, wo ihr seid. So, ja, wir können natürlich mal gucken, ob sich im Radio was getan hat, aber es ist eigentlich immer noch das Signal. Er hat es ja auch gefunden. Und deswegen gehen wir jetzt mal den Weg entlang hier. Ja, nichts zu hören. Da ist ein riesiger Skorpion. Der ist natürlich gefährlich. Dem ballern wir den Stachel weg, dann kann er nicht mehr so viel machen.
Oh, sein Bruder. Ach, der hat sich... Oh, guck mal, der andere war nur eine Ablenkung. Das ist ja Wahnsinn. Das war nur eine Ablenkung. Aber ich höre da kein Radiosignal. Also normalerweise muss es ja irgendein Piepen geben, irgendwas, was... Okay, nee, das ist das Siedlungsrekrutierungssignal. Das ist ein anderes. Die Richtung ist falsch. Unverständliches Funksignal gefunden. Das muss es doch sein. Dann gucken wir mal hier in diese Ebene. Ab und zu vielleicht mal ein Red Away. Wobei ich das, glaube ich, auch über... Warte mal, kann ich auch so machen? Oder habe ich das nicht auf... Red X? Ne, erstmal Red Away, dann Red X. Warte, ich gehe mal, mach das mal eben so. Wir gehen auf... Ne, Mist, das kann ich gar nicht hier machen. Doch, Red Away, genau. Jetzt geht es Red Away. Und dann gehen wir nochmal auf Red X. Red Away seht ihr gerade am Balken. Macht eben Red Away. Und Red X erhöht die Toleranz gegen, oder die Immunität gegen Radioaktivität. Und wir bedanken uns beim anonymen Schenker, der Nikola ein Abo geschenkt hat, Nikola. Und bei Franz Pachel. Franzl Pachel. So, jetzt ist hier wieder keine Action. Oh, ekelhaft. Ah, oh, ekelhaft. Totenkopf Red Scorpion. Ergil. Wir nehmen ihm mal seinen Stachel. Okay, der ist hartnäckig. Wir machen einen Crit-Hit. Oh, guckt ihn dann euch an, ey. Der weiß gar nicht, wo ich bin. Der ist halt zum Glück sehr kurzsichtig. Wenn Skorpione irgendwann Brillen erfinden oder Ferngläser, dann ist die Menschheit komplett im Eimer. Oh, wie der Scheiße der aussieht, ey. Diese, oh, der hat auch so Spinnenaugen. Ist die Level- und Resistenzanzeige ein Skill oder ein Add-on? Nee. Das ist eigentlich immer eine... Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Okay, wir haben das Signal verloren, also sind wir falsch. Hier haben wir es verloren, also wir müssen eher in diese Richtung. Aber ich check's nicht. Ist das wirklich so gedacht? Das kann doch eigentlich nicht sein. Normalerweise hört man irgendein Piepen und je dichter das Piepen aneinander folgt, desto dichter ist man dran. Aber das ist jetzt ja ein bisschen strange. Da hinten ist ein Turm. Das muss es doch sein. Irgendeine Form von Landmark. Hallo? Na, wir suchen mal Zuflucht in dieser Kirche. Oh Scheiße, was ist denn? Ach du grüne Neune, war ich hier schon mal drin? Ich weiß nicht, ob ich... Ey, ich hab mich irgendwie selber... Ich hab mir selber wehgetan. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drin war. Okay, ich tu mir einfach komplett selber weh. Vielleicht sollte ich kurz mal wieder die nehmen. Okay, ich breche ab. Das bringt so gar nichts. Ja, guck mal. Gucken wir noch ein bisschen. Ah, ohne Wets was machen. Hey, hi. Kommt der jetzt hier hochgelaufen? Möglicherweise geht er den Turm hoch. Und kommt dann von hinten. Will ich nicht ausschließen. Na, ah ja, okay. Ist down, sehr schön. Boah, das ist so viele von diesen Ghouls. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Vermutlich nicht. Sonst wären hier nicht so viele Ghouls. Ich glaube, ich war hier schon mal. In dieser Kirche. Ich meine, ich war hier schon mal drin. Da, hallo. Oh, komm. Ernsthaft?
Okay, ist eine Schrotflinte besser. Ich nehme mal die Schrotflinte, die ist hier drin eindeutig besser. Wo bist du denn? Da. Oh Mann. Oh, da unten. Habe ich nicht irgendwie eine Handgranate? Ah, jetzt laufen die alle durch die Gegend. Ich glaube, ich... Ah, obwohl eine Handgranate vielleicht. Ich muss... Guck mal. Habe ich eine? Nee, Mist. Schade. Keine Handgranate ausgerüstet. Habe ich eine dabei? Was habe ich? Irgendwas Schönes? Was man da... Impulsgranate. Einfach nur, weil es schöner aussieht. Kryogranate. Oh ja, okay. Ah, scheiße. Wie werfe ich denn nochmal die Granate? Ich glaube, R1 antippen war das, glaube ich. Ja, nee. So war das, genau. R gedrückt halten. Oh, sieht ganz nett aus. Da schmeißen wir noch eine. Bloß nicht gegen die Balken da oben. Sieht ja lustig aus. Sind die down? Nee. Lebt noch, hä? Huh? Alter, was? Was ist das denn? Wie viele von diesen... Das ist aber nicht das Add-on. Das kann mir keiner erzählen, dass das das Add-on ist. Aber das ist nicht euer Ernst. Ah, das ist die Schrotflinte. Ah, ich habe die Schrot... Na klar, okay, mein Fehler. Die sieht so ähnlich aus, weil, seht ihr, das ist die, die ich wollte. Man sieht kaum Unterschied zwischen der Overseer's Guardian und der Schrotflinte. Guck mal, das ist die Schrotflinte. Und das ist Overseer's Guardian. Und der Grund, weshalb ich nicht keinen Schaden gemacht habe, ist natürlich, weil die Schrotflinte keine Distanzwaffe ist. Aber das habe ich nicht so gesehen. Okay, wir müssen noch mal ein bisschen uns um die Radioaktivität kümmern. Das heißt, wir nehmen mal einen Red Away. Ich sah schon aus wie ein Ghoul übrigens. Dann haben wir nochmal ein Red-X und ein Stimpak. So. Aber ich will eigentlich gar nicht hier großartig mich aufhalten. Hey, hi, 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 hey, hey. So, geh mal hier durch. Vielleicht gibt es hier unten aber auch einen Eingang noch nach unten. Wenn wir noch lange hier bleiben, haben wir bald deutlich mehr Gliedmassen und weniger Haare. Ja. Ja, hier haben wir alle erwischt. Hier ist eine Kiste. Aber hier ist auch jetzt nichts. Wieso nehme ich denn das Vorkriegsgeld mit? Brauche ich doch nicht. Hier ist jetzt aber nichts bei. Was mir irgendwie hilft. Das hat, glaube ich, überhaupt nichts mit dem Add-on zu tun. Einfach nur ein cooler Ort. Wo wir auch nicht mehr so rauskommen. Notsignal haben wir jetzt gefunden, aber das ist es doch nicht. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Maulwurfsrattenzähne, da ist auch noch eine Kiste. Also, wir gehen wieder raus. Was ist das denn? Schlüssel zum Kirchensafe. Ach was, aber wenn ich hier einen Kirchensafe finde, dann war ich hier vielleicht noch gar nicht. Der war ja super versteckt. Okay, das ist ja Quatsch mit Soße. Das kann man zwar ich habe aber hab keine Geldprobleme in dem Spiel. Ich muss das nicht mehr mitnehmen. Aber wenn ich das noch nicht hatte, vielleicht war ich dann ja wirklich noch nicht hier. Aber das hat, wie gesagt, jetzt nichts mit dem Wetter zu tun. Wir müssen wieder abhauen. Aber der dauerhafte Sturm hier ist natürlich auch echt nervig. So, Notsignal gefunden. Aber ist es immer noch dasselbe Signal? Ist das Notsignal dasselbe Signal, was wir suchen? Ich glaube nicht, wir haben ein anderes Signal gesucht. Ich glaube, wir sind hier auf der falschen Fährte. Wir haben das ja auch gar nicht... Ah, guck mal, jetzt ist hier ein Skylines Mayday.
Das ist das Flugzeug, oder? Warte mal. Ja, da ist das Flugzeug. Genau. Das, aber das ist doch nicht... ich glaube, das war eine andere Quest. Das ist nicht das. Gucken wir mal. Vielleicht auch doch. Vielleicht ja, wir werden sehen. Also Vertibird klingt ja schon mal ein bisschen entweder nach Brotherhood of Steel oder nach Enclave. Das ist dann hier das, aber hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg. Das ist halt das Cockpit. Das ist das Einzige, wo man irgendwie reinschauen kann. Redex wirkt nicht mehr. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir ein neues. Wir werden bald süchtig sein. Ja, okay. Nee. Ich glaube, hier ist einfach nichts. Hier waren wir überall. Ich glaube, ich reise gleich zurück. Da ist der Sendeturm. Das ist Quatsch mit Soße. Das ist alles was anderes. Was haben wir denn hier noch? Das haben wir alles abgeschlossen. Da waren wir überall. Diese Höhle. Nee, das ist es nicht. Wir müssen zurück. Ich weiß, wo sind wir nochmal hingefahren? Rand des leuchtenden Meeres. Gehen wir nach Norden. Wir können auch. Ich reiß da nochmal eben hin. Was wünschst du dir eigentlich von Fallout 5? Meeresgrund. Ja, also dass es erstmal wieder ein geiles Singleplayer-Spiel wird und dass es schön düster ist, dass es gute Grafik hat und vor allem wünsche ich mir aber, dass es wieder eine richtig geile rollenspielerische Tiefe hat, also mehr in die Richtung Fallout 3 geht, dass die Entscheidungen, die man trifft, die Dinge, die man sagt, dass sie noch ein bisschen mehr Auswirkungen auf die Welt haben, also wirklich mehr in die Richtung Rollenspiel geht. Und das war ja von Fallout 4 zu Fallout 3 eher ein Rückschritt. Also da wünsche ich mir das wieder mehr in diese Richtung. Und ich bin ja Fan von diesem Basenbau. Ich würde mir wünschen, wenn das beibehalten wird. Aber dem Ganzen ein bisschen mehr signifikant, ein bisschen mehr Relevanz zugestanden wird. Also dass das wirklich, dass man dann wirklich einen Unterschied machen kann, wenn man diese Basen baut, wenn man sich die Zeit nimmt. So, warte, welche Richtung war das jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Sind wir, Nico, da bist du noch da? Vault 95 haben wir auch gemacht. Höhle, das ist diese Kirche, wo wir waren. Also dann doch ein bisschen mehr in diese Richtung. Wo verdammte grüne Neune? Das kann doch nicht sein. Vielleicht sollte ich doch mal so ein Anti-Radiation-Ding anziehen. Wo habe ich den denn dann? Der ist das. Da muss ich aber nochmal ganz gucken, mal kurz, was ich jetzt anhabe. Okay, die ersten. Die hatte ich umbenannt. Okay, smart. Das hatte ich alles umbenannt. Und hey, eins, was, zwei. Was? Da bist du ja. Ich habe überlegt, wir schneiden mal die Sache mit dem, wie du hier die Version auf PC runtergeladen hast, als eigenes Video raus. Ach so. Da richtig viele Leute Probleme damit haben. Ah, okay. Gut, machen wir das. Ich wollte nur wissen, ob du aufgepasst hast. Nee, ich. Hast du nicht, ne? Kommt drauf an. Suchst du was? Mal Red Away und. Drückst zu viel und kannst nicht rennen. Ach, weil ich diesen. Stimmt, ich hab da was. Ach, Mist, der eine hatte mir. Nee, der eine hat mir irgendwas auf Stärke gegeben. Jetzt habe ich das ausgezogen. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Jetzt könnte ich natürlich irgendwo zurückreisen und alles in eine Kiste packen, was ich nicht brauche. Da muss ich jetzt aber zweimal Schnellreise machen. Nee, dann ziehe ich jetzt die Klamotten wieder an. Irgendwas hatte mir. Gibt mir hier nämlich ein. Kitschett sagt, du hörst das Radio aktuell nicht. Ist das richtig? Na, ich hab's wieder angemacht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht höre. Also, das Radio ist wieder an. Ich kann auch die Position sagen, aber das wäre ein bisschen blöd, oder?
Boomflight, Feuer der Enklave, vielleicht das andere Radio? Ja, das ist das andere. Oh, ja, haben wir das Falsche genommen. Das ist es. Wir hätten umstellen müssen. Jetzt müssen wir doch was hören. Okay, jetzt muss das gehen. Jetzt muss ich mich mal kurz wieder umziehen. Was schade ist, aber was willst du machen? Sonst kann ich das nicht. So, ich hatte aber nicht den hier an, sondern welchen hatte ich denn an? Welchen? Schnipsel mal weiter. Hm? Viel Erfolg. Ich schnipsel mal weiter. Achso, mach mal. Welche Klamotte hatte ich denn an? Das hier? Ich glaube Renzo's Suit. Bewegung 2, Charisma 2 oder eine Militäruniform. Irgendwas davon hatte ich an. Was bringt mir der nochmal? Der bringt mir Charisma 3. Ah, ne, ach so, das ist, ah, okay. Der, genau, okay, der ist, da darf man keine Mods, also keine zusätzlichen Rüstungsgegenstände mehr anziehen. Jetzt ziehen wir entweder da Militäruniform, ich glaube, das war's, was wir anhaben. Genau. Und was hatten wir noch an? Ne, das hatte ich doch an. Armored Baseball Uniform. Stärke, Beweglichkeit. So war das doch. Und das hier noch. Und jetzt müsste sich eigentlich wieder gehen können. Ja, so sieht's aus. Okay, jetzt habe ich das Radio an. Ah, oh, jetzt geht's. Meine Güte. Wir hatten die ganze Zeit das falsche Signal. Okay. Oh, jetzt geht's. Daran lag's, okay. Jetzt sehen wir auch die Prozentanzeige, das hat mich so verwirrt. Wegspringen. Okay. Jetzt kommen wir der Sache doch näher. Mit schnellen Schritten. Hügelig. Mal weiter in diese Richtung. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Richtung Höhle. Ein bisschen. Aber hier. Müssen wir mal gucken. Ja, eher so in diese Richtung geht's weiter. Okay. 57. Ja, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Er ballert. Ah, oh, so eine Blow-Fliege. Frech. Piper hat auf die geschossen, das hat mich ein bisschen gewarnt. Oh, guck mal hier, die arme Piper muss ich mit dieser... Was ist eigentlich euer Lieblings-Companion? Es gibt ja so viele Companions bei Fallout 4. Ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt, aber sehr viele. Was ist so Doc euer... Meat. Was? Meat. Doc Meat? Natürlich. Gibt's nichts anderes. Curious, sehe ich auf. Ja, Valentine. Ich finde, es gibt viele coole. Also ich finde Piper irgendwie ganz cool, aber es natürlich Valentine ist sehr cool. Dogmeat ist natürlich, ja, Dogmeat ist ein Hund, okay. Aber mehr brauchst du nicht. Ah nee, warte, welche Richtung geht das jetzt weiter? Das ist jetzt auch die Prozentanzahl da oben. Ah ja. Nils ist der beste Companion. Oh. 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 Okay. Okay, das hat einfach überhaupt nicht geklappt. Boah, die sind auch so ekelhaft. Boah, was können die denn ab? Sie haben, siehst du diesen Skorpionstachel? Ja, Ist das langsam eigentlich mit dem Leben? Nee, alles gut. Können die ab?
Warum sind die so stark? Warum sind sie so stark? Oh, eine riesen Widerlingsratte. Die sieht faszinierend aus. Was war das, ja? Oh, falsch gelaufen. Auf was schießt sie jetzt noch? Ah, auf die Viecher da hinten, alles klar. So, wir müssen jetzt die Richtung wieder finden. Wir waren eben schon bei 70%. Ne, das wird wieder weniger. Red X wird nicht mehr, das ist nicht gut. Irgendwann werde ich süchtig sein, aber sowas von. So, also in diese Richtung wird es besser, ja. Okay. 74%, neuer Rekord. Nee. Ja. Guck mal, das war mal ein Spielplatz. Oh Gott. Die armen Leute. Ihr spielten eins. Lachende Kinder. Hatten Spaß. Unschuldig. Wir müssen mal wieder eine Runde Red Away essen. So, 82%. Hier durch den kleinen, durch das alte Flussbett hier. Oh, fuck off! Oh, shit! Nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, lalalala. Ah, die kämpfen geil. Warte. Wie war nochmal hinsetzen? So. Das gucken wir uns erstmal an. Hat er sie platt gemacht? Ja. Die will ich natürlich jetzt haben. Aber ich will auch zugucken, was sie macht. Okay, die machen wir platt. Oh, das war's schon. Oh, die hat die lebt nochmal wieder neu. Die hat sich regeneriert. Die muss man zweimal töten. Legendäre Chamäleon-Todeskralle. Tschüssikowski. Die hätte ich vielleicht dazu überreden können. Oh, guck mal, was kann das denn? Guck mal, die habe ich ja immer bei mir da reingeschmissen, aber ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr dafür. Was ist das? Plus 25% Schaden und Körperteilschaden, jedoch höherer Rückstoß. Ich nehme die alle mit, einfach weil ich sie sammle und haben will. Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich... Entweder ich muss irgendwas rausschmeißen oder ich muss weitere Chemikalien essen, damit ich mehr tragen kann. Was habe ich denn jetzt hier alles dabei? Irgendein Quatsch, den ich rausschmeißen kann? Oh, wieso habe ich den Goldbarren? Ach, die habe ich gar nicht abgeliefert. Oh, das ist natürlich Quatsch. Obwohl, die sind gar nicht so schwer. 0,5 Gewicht nur. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas rausschmeißen will. Man kann das ja sortieren nach Gewicht. Sortieren nach Wert, Gewicht. Ah ja, da kann sie. Nee, da kann ich hier. Was ist das? Ich weiß gar nicht mehr, was das hier ist. Ist das ein Feuerwerfer? Flammenwerfer? Oh, geil. Ja, aber ich fürchte, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen mal... Wir gehen mal auf Hilfsmittel. Und ich nehme mal... Warte. Das könnte gehen. Stärke 3. Ich glaube, das ist das Beste zum Schleppen. Ja, ich
glaube, das ist das Beste. Weil dann können wir, jetzt haben wir Stärke 3. Buff Jet ist natürlich auch mega mächtig. Zeitloop, nee, wir nehmen das. Buff Out. Ich hoffe mal, das reicht. Oh, 348. Ja, jetzt muss ich irgendwas wegschmeißen, was den Wert von 2 hat. Wenn wir nach Gewicht sortieren, jetzt irgendeinen Quatsch, muss ich jetzt noch wegschmeißen. Was haben wir denn jetzt, was ich nicht brauche? Eine Melone. Ich brauche doch keine Melone. Melone können wir wegschmeißen. Und Todeskrallenfleisch brauche ich auch nicht. Die Kralle ist schön. Aber das schmeißen wir mal raus. Fäule? Ich auch nicht. Was ist das? Was ist Fäule? Keine Ahnung, was ich da machen soll. Aber jetzt haben wir erstmal genug, bis wir das Signal erreichen, was wir haben wollten. Wir gehen mal wieder auf das Ding hier. War ich nicht gerade schon bei... Naja, ich war gerade schon bei 88%. Dann eher in diese Richtung, oder? Nee, 86%? Hilfe. Nee. Irgendwas ist hier überhaupt nicht richtig. Dann muss es ja hier so sein. Die hat der platt gemacht, die Todeskralle. So, hier geht's lang. Kann nicht mehr weit sein. Jetzt wird es wieder ein bisschen weniger. Warte mal, da muss es sein, oder? Ja. Das sieht mir verdammt danach aus, dass es das ist. Tschüss. Ja, den haben wir schon mal platt gemacht. Da ist das Signal. Das können wir jetzt auch ausmachen. Machen wir aus. Jetzt wissen wir, was hier Phase ist. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Wo ist der Eingang? In diese versunkene Festung. Okay, warte, jetzt bin ich doch einmal rumgegangen. Hey, da draußen ist was. Da unten, guck mal. Das war ein Turret. Da ist eine Tür auf der anderen Seite. Aber die ist versunken, oder nicht? Ja, die war hier. Okay, wie komme ich jetzt zu der rein? Lass mich schauen. Wo ist der Eingang? Vielleicht gibt es weiter weg noch einen unterirdischen Eingang. Warte mal. Hier. Also von oben gibt es mit Sicherheit einen Eingang. Da stand ja auch einer drauf. Aber ich weiß nicht, komme ich hier über dieses Schild drauf vielleicht? Nee, das ist nicht so gedacht. Ah, hier. Ah ja, da ist der Eingang. Okay. Finden Sie. Oh, shit. Du möchtest dich nicht stecken. Au, ich brenne. Okay, das ist total unnötig. Oh, das war wenigstens schnell. Okay, dann mal ganz kurz. Machen wir mal eben Red Away und Stimpack. Mal gucken, was schneller ist. Död. Ah, oh, ich müsste eigentlich mal schnell reisen jetzt, beziehungsweise ich mache das später. Aber hier ist so viel Shit, ja, den ich auch looten kann. Hier seine geilen, guck mal hier. Der hat ja auch eine richtig geile Power Armor. Die muss ich alles looten. Wir sind hier nicht allein. Da geht's runter. Ich habe auch mein Licht an. Da würde mancher sagen, das ist töricht. Aber das ist mir egal. Ich fühle mich unverwundbar. So. Ja, da gibt es Türlöcher auch wahrscheinlich. Okay, erstmal dich. Oh!
Na, wo ist der andere? Da hinten. Und hier auch, wenn du willst. Ja. Das war eine Pyrogranate. Dementsprechend sieht der auch aus. So. Wo gibt's noch Ärger? Oh, dieser Alarmton nervt hart. Kann man den ausstellen? Kein leiser machen, wenn du willst. Ja, ich danke, ja. Oh, guck mal hier, das ist. Funktioniert der? Nee, Mist, oder? Warte. Oh, das ist die Power-Rüstungsstation. Oh, warte mal. Ah. Die Power-Rüstung fehlt. Nee, warte, ich hab doch. Wo hab ich das denn? Torso? Und sie hat den Rest, glaube ich. Meine ich. Nick, du sollst mal zu mir kommen. Wo ist sie denn? Ilse? Hallo? Wo ist sie denn hingegangen? Verdammt! Wo bist du hin? Wo ist sie hingegangen? Oh, das ist hier Legendary-Typ. Das ist ein Legendary. Ey, scheiße. Hilfe. Nein. Das war nicht meine Absicht. Aber wir können auch mal mit der kleinen Knispel schießen. Auf seinen Kopf. Oh, Buffout wird nicht mehr. Das ist jetzt blöd. Eigentlich wollte ich ein Stimpack essen, so. Guck mal, der hat einen richtig blutigen Kopf schon. So, tschüss. Der hat irgendeine geile Waffe. Ja, aber die ist besser. Die Gauss Rifle. Wo ist denn jetzt Piper hingelaufen? Die kämpft einfach ohne mich. Da, das ist geil. Warte, was ist das? Oh, erstmal diese ganze Power-Rüstung, die will ich da gleich mal aufhängen. So, das hier. Synthrus reduziert den Fallschaden um 50%. Das wäre vielleicht was für diesen Detective, den man mitnehmen kann. Der kennt sich ja aus mit Fallschaden. Das. Oh, hi. Nick heißt der doch, glaube ich. Genau, Nick müsste der eigentlich heißen. Wir schaffen den Terminalcode. Der hat den Terminalcode. Ja. Ich würde trotzdem gerne jetzt das. Wo ist Piper? Piper! Ich will oben das Ding bauen. Wo bist du? Die ist runtergehüpft schon, oder was? Oder ist sie hier oben noch irgendwo? Ne, die ist schon ohne mich abgehauen. Die kann natürlich theoretisch auch tot sein, aber dann stehen die ja immer nach einer Zeit wieder auf. Keine Ahnung, wo sie ist. Ich sehe sie nicht. Ich glaube, die ist schon ohne mich runtergelaufen. Frechheit. Knochenfräse. Ja, dann halt nicht. Piper, weiß nicht, wo du bist. Ich finde dich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder so ohne weiteres hochkomme. Mensch! So, tschüss. Mal wieder eine Red Away essen. Und ein Stimpack. Also man braucht hier auf jeden Fall jede Menge Sachen. So, das Kennwort nehmen wir mit. Ah, was hast du noch? Hast du auch eine Marke? Ja, ich glaube, diese Marken kann man, ich weiß nicht mehr genau, ob man die der Bruderschaft geben kann, also Brotherhood of Steel, weil die sind ja Konkurrenten. Warte mal, ich habe das doch schon gemacht. Was willst du denn jetzt noch von mir? Ich habe doch das Passwort. Hm. Ist
das? Funkgerät? Das ist ein Terminal? Da müssen wir hin. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt büßt du dafür. Ja, jetzt machen wir erstmal hier. Oh, das ist ja Quatsch. Ist es ein Fahrstuhl? Aufzug ist außer Betrieb. Ja, also irgendwo lungert hier noch was rum. Ich gehe mal erstmal ans Terminal. Wir haben ja das Kennwort dabei. Nachrichten nur von dem befehlshabenden Offizier. Okay. Das gibt wieder verdammt viel zu lesen gerade. Ach du grüne Neune. Oh. An Major Elias Feldhauptquartier, Beginn der Nachricht. Major, zur Kenntnis genommen. Das Commonwealth von Massachusetts wurde als brauchbarer Standort für eine dauerhafte Operationsbasis festgelegt. Sollte Ihre aktuelle Mission problemlos verlaufen, werden wir Ihnen weitere Ressourcen zuweisen. In der Zwischenzeit empfehle ich, für ein größeres Hauptquartier geeignete Standort ausfindig zu machen. Falls Zivilisten und potenziell im Gelände ansässig sind, ist dies nicht von Belang. Sie können entfernt werden. Ja. Die sind auch echt Schweine. Dann weiter. Nächster aktueller Status. Wir lesen das jetzt einfach mal, weil es neu ist, ne? Feldhauptquartier und Feldacker sind mit Ausnahme minimaler Probleme einsatzbereit. Die Bergung von Ausrüstung wird mit akzeptablem Tempo durchgeführt. Dies könnte meiner Meinung nach jedoch erhöht werden, wenn unsere derzeitigen Missionen weiteres Personal zugeteilt wird. Ja. Powerrüstung, genau. Major, die Händlerin hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass ein Mitglied der Geschmiedeten eine Rüstung verwendet, die zur Beschreibung der Höllenfeuer-Powerrüstung passt. Sie hat diese Person zuletzt in der Nähe des Horchpostens Bravo gesehen. Wir werden in Kürze eine Aufklärungspatrouille zusammenstellen, um dies zu bestätigen. Es geht um diese coole Powerrüstung. Major, die Händlerin hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass eine in Saugus Ironworks aufhältige Gruppe namens Geschmiedete im Besitz eines schweren Hochleistungsofens ist. Wir werden in Kürze eine Aufklärungspatrouille zusammenstellen, um dies zu bestätigen. Das haben wir doch alles schon gesehen, quasi also vom anderen Ende der Befehlskette her. Major, wir haben eine Händlerin aufgegriffen, die in unmittelbarer Nähe des Lagers unterwegs war. Ich glaube, mit Hilfe einiger Zwangsmaßnahmen können wir ihr wertvolle Informationen entlocken. PFC Matthias und ich werden in Kürze damit beginnen. Naja. Wir haben Grund zur Annahme, dass sich tatsächlich eine Tesla-Kanone in direkter Nähe des Feldhauptquartiers befinden könnte. Verschieben Sie weitere damit verbundene Operationen, bis dies bestätigt wurde und Feldlager errichtet. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unser Lager errichtet haben. Der Trupp wurde informiert und wir werden umgehend mit unseren Operationen beginnen. Aber das war noch nicht alles. Es gibt nochmal Befehl. Ach, du grüne Neune. Feldhauptquartier in abgelegener Fallout-Zone südöstlich des Sektors errichten. Bergung wird vor allem im Sektor befindliche Ausrüstung einleiten. Das sind, glaube ich, die gleichen Befehle, die wir vorhin schon gelesen hatten. Feldlagerverteilung, südliches Lager der Enclave. Ah, okay, das ist super, weil die kriegen wir jetzt nämlich in die Map geschrieben. Lasergeschützturm, Standardbewaffnung, Standardmunition. Das ist die Ausrüstung, die ausgegeben wurde. Östliches Lager, also auch Karte aktualisiert. Das riecht nach 3 Besuchen, die wir da abstatten müssen. Und das westliche Lager, alles klar, alle Standorte ausfindig gemacht. Und wir können die Abriegelung beenden. Das heißt, wahrscheinlich werden die Türen gemacht jetzt. Verlasse das Gebäude. Ja, ich will das aber nicht so ohne weiteres verlassen. Der ist kaputt. Alles klar. So, können wir jetzt hier wieder fahren? Oh, der fährt wieder. Das ist ja fantastisch. Okay, das ist immer noch, das kann vielleicht auch ein Bug sein. Das war ja vorhin auch so. Ich glaube, die Mission ist noch verbuggt tatsächlich. Wir fahren mal nach oben oder nach unten. Ich glaube, er fährt nur in eine Richtung. Oh geil, hier kommen noch ganz viele Leute und wollen mich ärgern. Ich glaube, das sind alles dieselben Power-Rüstungen hier. Oh, ich habe ihm schön den Helm weggeschreddert. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht alle Helme zerstöre. Ich will mir vielleicht noch eine Power-Rüstung anziehen von denen. Aber dafür brauche ich... Obwohl, nee, ich muss die ja gar nicht finden, weil ich kann ja einfach eine neue nehmen hier. Die kann ich mir einfach gleich nehmen. Wo sind denn alle hin? Hier geht's nach oben. Da kommt so ein Kopter angeflogen. Ah, guck mal hier. Da kann ich sogar einen, theoretisch könnte ich da einen Fusionskern reinstecken. Aber es ist keine, ob das irgendwas bringt. Oh, sie sind Fusionskerne. 4 Fusionskerne. Kann ich da jetzt einen reinstecken eigentlich? Bringt gar nichts. Kann man nicht wieder eins einstecken. Oh no. Was ist das denn für eine Waffe? Oh, eine Tesla-Kanone. Aber habe ich nicht schon eine Tesla-Kanone? Ich glaube ja. So, wo sind die ganzen Johnnies da? Da hinten. Die kommen von der anderen Seite. Hallo.
Mach mal was anderes kaputt. Mach mal das Bein kaputt. Brenne ein bisschen. Das ist immer sehr unangenehm. Und noch einmal Red X. Au, hör mal auf. Boah, ey, was ist los? Okay, dem habe ich das Bein zerschossen. Was noch? Action? Noch irgendwo? Von wo kommt der denn überall? Ich bin noch nicht fertig hier. Ich will diese Rüstung jetzt anziehen. Ich habe jetzt diese Powerkern. Ich will mir eine Enclave-Rüstung nehmen. Oh, fuck. Oh, shit. Hi, buddy. Oh, das ist ja Hammer. Man kann den... Wenn ich die Piloten abschieße, müsste das doch jetzt abstürzen, das Ding, oder nicht? Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich nehme hier Schaden. Tschüss. Er muss abstürzen. Aber nicht auf mich rauf, bitte. Oh, krass. Hammer. Ich weiß nicht, ob da noch Verwertbares zu finden ist. Wo ist Piper? Wo ist Piper? So, jetzt gucken wir uns mal an der... Na, vielleicht kriege ich es ja hin. Dann muss ich... Kann ja ganz langsam. So, was ist denn hier, wenn ich einfach mal... alles von dem nehme? Jetzt kann ich natürlich nicht mehr laufen. Aber ich habe doch hoffentlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahre. Oder gibt es vielleicht einen anderen Weg? Oh, hier ist noch ein Klo, wenn man auf Klo muss. Ich bin natürlich jetzt heillos überladen. Ich will aber auch nicht aus dem Gebäude raus. Ich will jetzt zurück zu dem... Ich weiß aber nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Das ist die Kacke. Vielleicht müsste ich raus, jetzt runterspringen. Möglicherweise geht das nur so. Und dann wieder von der anderen Seite, weil ich glaube, wenn ich jetzt den Fahrstuhl nehme, ich komme da nicht mehr rauf von der Seite. Und ich will jetzt aber zurück zu dem Gestell und ich glaube, ich bin in der falschen Scheiße! Okay, okay. Wo kommst du denn auf einmal hergedackelt, vor allem, weil ich mich nicht bewegen kann? Unangenehm. Die haben halt immer diese mit dem Stern, die haben immer irgendwas Geiles. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Ich nehme die mal mit, weil ohne Blutprobe, die müssten wir, glaube ich, für irgendjemanden sammeln. Ich weiß nicht mehr, für wen das eine Quest war. Ich glaube, die habe ich auch schon gemacht. Ich nehme die mal mit, weil ich die alle sammle, diese Special-Dinger. Ich bin komplett überladen, das ist völlig lächerlich. Aber wir schleichen uns jetzt langsam zu der Power-Rüstungsstation und dann, ich glaube, das war noch, nee, da war das. Dann baue ich die da auf, pack den Fusionskern rein und vielleicht können wir die dann nutzen. Ich habe nämlich noch keine Enclave-Power-Armor bei mir im Hauptquartier. So, hier ist ja alles schon gecleared. Und da ist noch so eine Werkbank, da könnte ich auch ran. Ich glaube, das war hier runter. Nicht, dass ich das jetzt falsch mache. Ich glaube, es war hier runter. Nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal machen muss. Und da vorne rechts mal die... Ja, da ist sie. Kann ich hier springen? Ja, geil. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Transfer. Und dann gehen wir mal auf Kleidung und... Dann bist du da. Da sind die Sachen. Helmet, Left Arm, Leg, dit. Was fehlt? Das Gestell? Oh Mann, wieso geht das nicht? Ich will craften. Was fehlt? Fuck, was habe ich vergessen? Geht das überhaupt, wie ich mir das vorstelle? Ich brauche ja ein Gestell. Möglicherweise fehlt mir das Gestell. Ich glaube, mir fehlt ein Gestell, oder? Ich brauche ein Power Armor Frame, ne?
Aber das Ding ist, die kriege ich nicht von den Jungs. Ja, shit. Ich habe kein Gestell. Das ist blöd. Das ist blöd. Komme ich hier wieder raus? Ja, schade. Ich würde die ganz gerne. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so ultra wichtig, aber ich würde die gerne mitnehmen. Ich glaube, ich finde hier kein Power-Armor-Frame tatsächlich. Ah, die Türen sind alle zu. Ich muss komplett wieder den Weg zurückgehen. Ich komme hier nirgendwo raus, obwohl die Abriegelung aufgehoben wurde. Ich lasse mich mal schauen. Wenn ich noch ein Jet nehme, ich werde vermutlich nicht genug Tragekapazität. Ich bin jetzt bei 335. Wenn ich jetzt mal so ein Jet noch nehme, ein Buffout meine ich, dann bin ich bei 350. Na, das ist ja Quatsch. Habe ich noch irgendwas? Dann könnte ich das nehmen und damit schnell reisen. Aber also ich meine, ich brauche es jetzt auch nicht so ultra dringend. Oh ja, sowas natürlich. Oh. Ah, die ist natürlich jetzt ultra krass. Aber ich habe so viel davon, aber es wird trotzdem nicht reichen. 370. Ich bin natürlich jetzt ultra abhängig. Ich könnte jetzt natürlich noch. Wo bist du? Das machen wir natürlich gleich. Von allen Abhängigkeiten heilen, ist ja klar. Wir könnten noch das hier nehmen, habe ich nur ein von. Und. Aber dann, vielleicht, das ist die letzte Ausfahrt. Ich nehme mir das mal zurück. Torso, Helm mit Left Arm, Left Leg. Right Arm, Left Leg, das lassen wir drin. Wobei ist das die gleiche Baureihe hier? Ja, ne? Das, was X02MK5, 6, ja, okay. So, jetzt habe ich immer noch nicht genug. Was brauche ich denn? Ja, so kann ich leider nicht schnell reisen. Das ist natürlich blöd. Ja, fuck. Ah. Naja, ich hätte sie ganz gerne mitgenommen. Man kann nicht schnell reisen, wenn man überladen ist. Geht leider nicht. Kannst du nicht absteigen und dann jetzt. Nee, ich habe keine dabei. Also genau, ich hätte sie einfach nur gerne. Aber wisst ihr was? Ich weiß ja, wo sie ist. Ich kann sie jetzt auch wieder zurücklegen. Und dann passt das schon. Ich kann sie mir ja wiederholen, wenn ich will. So, ist auch egal. Also. Dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich befürchte, ich muss den riesen Umweg nehmen. Oder komme ich hier irgendwo raus? Die Verriegelung wurde ja abgenommen. Ich müsste eigentlich. Da geht's runter. Achso, hier wollte ich noch gucken. Was hier noch ist. Nichts weiter. Nichts. Was ist das? Ich glaube, ich muss wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Oder alles zu, ich komme nicht raus. Ich muss wirklich original nochmal mit dem Fahrstuhl fahren. Na gut, machen wir das doch. Wir wollten uns gleich noch den Performance-Modus angucken. Ne? Wir machen jetzt die ganze Zeit den Grafikmodus, aber spielen auch diese neue Quest-Reihe hier, was auch alles geil ist. So, guck mal, das hier ist die, was der anhat, ne? Das ist halt dieses Gerüst, dieses Frame, der Rahmen. Und den kann ich ihm aber nicht abnehmen. Und den braucht man aber, um den auf dieses Gestell zu packen. Und dann kann man, so jetzt müsste ich eigentlich schnell reisen können. Wir können aber auch noch mal gucken, ob hier irgendwelche Debris, irgendwas Spannendes ist in dem abgestürzten Kopter, aber sieht nicht danach aus. Wir müssen mal kurz noch einmal ein paar Camps nehmen, aber wir kriegen ja gleich so ein. Nehmen gleich so einen Heilungscocktail, der uns die Sucht nimmt. Machen wir aber gleich erst, wenn wir weg sind. Nö, hier ist nichts mehr.
Was will die Quest denn noch? Wo soll ich als nächstes hin? War es das schon? Haben wir schon durchgespielt? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben durchgespielt. Ja. Das war das. Schade. Ist schon durch. Naja, was willst du machen? Also hier in den Atlantikbüros sind jedenfalls die ganzen Power Armors. Okay. Schade, das ist durch. Was gucken wir uns denn nochmal an? Irgendwelche anderen... Oh, ich hatte noch irgendwo... Wo war das denn nochmal? Auch so ein lächerliches Gebäude gebaut. Und zwar war das... Oh, wo ist diese Station nochmal? Irgendwo so eine Eisenbahnstation. Wo war das nochmal? Ah, das kann ich ja bei... hier. Das war bei... Oh, war das County Crossing? Jetzt ist natürlich alles auf Deutsch. Oh, ich habe die alle ausgebaut. Oberland Station? Oh ja, das ist es, glaube ich. Da können wir nochmal eben hinfahren. Ich glaube, das ist auch so. Da habe ich es auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Es ist da, ja. Das war so ein, auch einer der... Oh, fuck. Nein, jetzt kann ich nicht mehr schnell reisen. Ich hätte nach Hause fahren müssen. Dann muss ich noch mal kurz was im Jet essen. Nee, Buffout war das. So. Oh, reicht immer noch nicht. Warum? Mist. Doch, reicht. das ist so eine Railway Station. Da habe ich erst so ein Standard-Ding gebaut und dann habe ich da oben, weil ich einfach Bock drauf hatte, denen was schön zu machen. Jetzt leben hier über 30 Leute. Also absurd. Habe ich diese Konstruktion gebaut und habe denen allen so ein Apartment. Und ich glaube, ich habe es komplett, weil ich ein bisschen irre war. Ich habe, glaube ich, so irgendwann sogar Zahlen da dran gemacht. Oder habe ich das nicht hier gemacht, sondern woanders. Jedenfalls haben die alle so einen kleinen... Damit die sich wohlfühlen, haben die alle so einen kleinen Kubus bekommen. Und da in der Mitte müssen sie alle arbeiten und die Bären abbauen. Ach so, hier habe ich zugemacht. Ah ja, genau, das ist die Rails, der Ding, genau, damit da keiner reinkommt. Ach shit, stimmt, das geht hier unten noch weiter. Oh Gott, ich habe ja noch viel mehr, jetzt hatte ich ja schon wieder vergessen. Hier wohnen einfach über 30 Leute mittlerweile. Den Shit, habe ich das gebaut? Ich bin mir nicht mehr sicher, oder ob das schon da war. Hier habe ich zugemacht, jedenfalls. Und dann geht hier irgendwo ist eine Treppe, wo es runter geht. Ja. Dumm, ey. Ich glaube, das habe ich gebaut. Ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube, das habe ich selber gebaut, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier, die ganzen Sachen sind natürlich alle wieder weg. Stimmt, das war so eine richtig geile, überdachte Lounge. Hier hatte die ganzen Sachen, die jetzt mit dem Add-on weg, also mit der Mod weg sind. Ich hatte hier halt überall die Pre-War-Möbel aufgebaut, die eben noch nicht verrostet sind. Und das sah richtig geil aus. Und die sind ja alle weg. Das hatte ich denen gebaut, damit die sich wohlfühlen. Stimmt, und dann geht's hier noch runter? Das habe ich schon wieder alles vergessen. Das Spiel ist 10 Jahre alt, ne? Einige Settlements sind dementsprechend auch alt. Das war, glaube ich, vorher schon. Und das, habe ich denen das auch gebaut? Ich glaube, ja, leider sind die ganzen Möbel weg. Aber das ist ja so absurd. Jetzt habe ich, genau, dann habe ich hier das alles zugebaut, damit hier keiner mehr überfallen werden kann. Habe ich denen halt original noch so einen Zaun gebaut, damit keiner mehr auf die Idee kommt, diese Siedlung zu überfallen mit ihren 36 Einwohnern. Sollen wir uns auch gleich mal in der PS4-Version angucken. Ja, das können wir uns nochmal in der PS4-Version angucken. Oh, ein Raid. Aber egal. Ey! Rocket Beans TV! Die Freunde sind da. Hallo Freunde. Wir spielen Fallout. Es ist ja heute das Next... Gen-Upgrade gekommen für Fallout auf PC und Konsole. Wir haben vorhin PC gespielt, jetzt spielen wir PlayStation 5 und haben festgestellt, es sieht schöner aus. Ich zeige gerade mal ein paar Settlements. Leider ist die Hälfte des Interieurs meines Settlements weg, weil ich Mods installiert hatte, die nicht mehr mitgeladen werden seit dem Next-Gen-Update. Aber hier ist es gerade Oberland Station oder wie das heißt. Und das hatte ich denen hier gebaut.
damit die sich wohlfühlen. Hat ja jeder so einen Wohnkubus bekommen. Ja, wie war Home heute? Ich war ja heute nicht bei Home. Ich hoffe, das war cool. Ich will mal kurz zur Red Rocket reisen und meine Sachen weglegen, damit ich wieder... damit ich mich nicht mehr überladen bin. Da, Red Rocket. Bei Kunstshow-Session hast du gefehlt. Ach, gab eine Kunstshow, geil. Hast du dir schon die Enclave Power Rüstung geholt? Nee, ich konnte sie gerade nicht mitnehmen, weil ich überladen war. Aber das ändere ich jetzt, indem ich hier Shit wegpacke. Warte mal. Wo habe ich denn meine ganzen Waffen? Die hatte ich in irgendeiner Kiste, in einer extra Kiste. Ich glaube, in dieser hier. Noch ein Raid. Nee. Oh, Lena! Ey, was geht ab? Lena ist da, Formula Lena, ey. Herzlich willkommen. War ich schon mal hier? Ich glaube nicht. Wir spielen Fallout. Heute kam das Next-Gen-Upgrade für Fallout 4 und wir spielen es gerade auf PlayStation 5. Ich habe es vorhin schon auf PC gezeigt. Und wir nehmen uns das zum Anlass, um mal wieder zu zocken und meine völlig überdimensionierten Basen zu zeigen und mich ein bisschen zu schämen, aber auch ein bisschen stolz zu sein. Wie viel Zeit ich investiert habe. Ich habe hier irgendwo eine Kiste, wo ich die ganzen Waffen... Hier hatte ich... Genau, da habe ich diese ganzen... Auch nicht. Ich habe noch irgendwo eine Kiste, wo diese ganzen Special-Waffen gelagert sind. Aber ist egal. Was gab's denn bei euch? Habt ihr Formel 1 gespielt? Nee, ne? Was Fallout gab's 4, bei Lena? Wie bitte? Ich glaube auch Fallout 4. Ach, auch Fallout 4? Ah, nice. Ich wusste nicht. Auf PC. Auf PC. Ja, wir haben vorhin auch auf PC gespielt. Genau. Falls ihr Probleme mit der PS5-Version habt, wir haben jetzt ein tolles Video auf dem YouTube-Kanal, wie man Spiele für PS5 installiert. Ist nicht so einfach. Hast du das extrahiert, oder was? Ja. Ja. Ich denke mal, das könnte vielleicht mal Leuten helfen. Also bei YouTube haben ständig Leute nachgefragt, wie sie endlich mal die PS5-Version zum Laufen bekommen. Okay. Und ich dachte mir so, ja, das Problem hatten wir auch. Hier ist die Lösung. Ich schmeiße mal ein paar Sachen jetzt hier, die wir nicht mehr brauchen. Was ist das? Brauchen wir alles nicht. Wieso habe ich denn so viel Shit dabei? Alles weg. Ach, das müssen wir behalten. Ah ja, die Todeskrallengeschichte, das... Es ist alles, es ist die komplett falsche Kiste hier, aber... Den brauchen wir. Die Klaue schmeißen wir gleich raus. Das behalten wir. Militäruniform. Habe ich die angezogen immer? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich packe das jetzt. Ich will nicht mehr so viel mit. Was ist das hier? Der kann auch weg. Weg. Das muss alles weg. Die Signalkarte. Ah ja, stimmt. Das habe ich auch nie genutzt. Die Goldbarren. Ich packe das jetzt mal ohne jede Ordnung einfach weg, damit wir ein bisschen... Brauche ich nicht. Was ist das? Das wiegt ja schon alles gar nichts mehr hier. Okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen was weggepackt. Das heißt, das ist gut. Wir schmeißen unsere Todeskrallen zu den anderen Todeskrallen. Man muss alles seine Ordnung haben. Und zwar war das wahrscheinlich bei... Was ist das, bei Schrott? Ja. So, tschüss. Da fallen die jetzt hin. Da liegen sie rum. Das ist die Red Rocket, eine der ersten Locations, die man im Spiel findet, die ich auf lächerliche Art und Weise ausgebaut habe. Ich habe das vorhin schon mal gezeigt, aber weil so viele neue sind. Da hingen Lampen in der Luft, weil ich hatte dann mit einer Mod einen Baum gesetzt. Da war ein schöner, der hat auch der hat gelebt, das war ein lebendiger Baum. Und das ist die völlig lächerlich überdimensionierte Red Rocket Station. Eine der ersten Locations. Hier auf der anderen Seite ist Sanctuary Hills, da beginnt das Spiel und dann geht man diesen Weg lang und kommt direkt hierher und ich habe dann irgendwie Bock gehabt, das auszubauen. Und es ist ein bisschen lächerlich. Ich habe das damals auf der PlayStation 4 gespielt und hatte einfach Bock zu bauen und eine coole Location für meine Leute zu bauen und habe dann auch irgendwann mehr hier rumgespielt als das eigentliche Spiel gespielt. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt, ich will jetzt auch die Leute nicht langweilen, die die ganze Zeit über da waren. Aber das war, habe ich einfach viel Arbeit investiert. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat.
so ein Fort zu errichten. Und das, hier ist eigentlich gar nichts, ne? Hier ist überhaupt nichts. Normalerweise. Hier sind überall, habe ich so Häuser gebaut. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Da sind so Schlafsäle. Hier sind so einzelne Apartments, die nummeriert sind. Hier steht Poop, weil eigentlich ist da ein Klo. Aber das Problem ist, dass hier ist eigentlich ein Tisch. Ich hab so eine Mod installiert auf der PlayStation, dass man Möbel aus der Vorkriegszeit auch verbauen kann. Und mit dem Update sind die halt weg. Und deswegen sind hier, fehlt einfach alles. Das Klo ist leider weg, obwohl da Poop steht. Normalerweise ist da mehr drin gewesen. Genau, das sind noch so extra Apartments. Hier wird angebaut. Hier sind die ganzen Companions auch. Alle, die man so trifft, sind hier. Mein Chat gerade fragt, das ist hier Performance-Modus oder Quality-Modus gerade? Das ist Quality-Modus, aber wir können gleich mal umstellen. Das hier ist mein Haus. Das war das erste, was ich so gebaut hatte. Und da ist dann auch die Power, sind die ganzen Power-Armors gelagert. Das ist die aus dem Nuka-Cola-Add-on. Und ja, keine Ahnung. Hier kehre ich immer wieder nach meinen Abenteuern zurück. Weil hier sind alle meine Freunde. Und hier hänge ich dann mit denen rum. So sieht das aus. Jetzt, ich überlege gerade, ob ich mir eine Power Armor schnappe und wir dann die. Der können wir eigentlich die Enclave Armor holen, ne? Wenn, ich kann ja mehr tragen, glaube ich, mit einer Power Armor. Und ich habe jetzt eh was abgelegt. Genau, das ist das. Aber ich habe jetzt vielleicht auch genug. Ach, weißt du was, ich lasse noch ein paar Sachen hier und dann gehe ich zu Fuß und dann holen wir uns das und dann passt das schon. Was schmeiße ich noch raus? Achso, wir können einmal den ganzen, wie war das noch, den Schrott verarbeiten. Oh Gott, ich habe es ewig nicht mehr gemacht. Scrap lagern. Na, geh mal wieder raus. Nein. Wieder raus. Ist es bei Craft und dann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Das ist so lange her, aber ich will meinen ganzen Crap einmal raus haben. Ich meine, war das bei Transfer? Gesamten Schrott lagern, so war das genau. Jetzt ist erstmal das wieder weg. Jetzt haben wir nur noch 257, jetzt kriegen wir die auch so mit. Jetzt können wir einfach aufbrechen. Wir kriegen die auch so mit, das ist schon okay. Sind wir noch süchtig? Ich glaube nicht. Dann lass uns mal nochmal zurückreisen und die Power Armor holen, sonst vergessen wir das. Sollen wir mal umstellen auf Performance Mode? Unbedingt. Sehr viel gefordert. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir auf Settings, auf Anzeige und machen mal den Performance-Modus ein. Jetzt gucken wir mal. Ist das jetzt geil? Ich muss mal so eine Waffe nehmen und gucken. Beim Zielen ist es wichtig, wie viele Frames man hat. Ja. Ich glaube tatsächlich, mal gucken, wie das ist, wenn so Gegnerhorden kommen, aber ich glaube, das bilde mir ein, dass wir mehr Frames haben. Aber kann auch komplett Placebo-Effekt sein. Wir reisen nochmal zurück. Es gibt ja auch, für alle, die jetzt neu gekommen sind, eine neue Quest-Reihe und die haben wir auch gerade gemacht. Die soll so ein bisschen an die Fallout-Serie auf Amazon Prime erinnern. Und zwar war das, warte mal, wo war das jetzt nochmal genau? Gekentert, war das bei der gekenterten Fabrik? Ja, ne? Oder war das Atlantik, ne, das waren Büros, das muss das Atlantikbüro gewesen sein. Ich glaube, das war hier. Ich hoffe, dass es hier war. Genau, da haben wir ganz viele Enclave-Soldier gehabt und die haben alle so geile Power-Armor und die wollte ich gerne noch mitnehmen. Ja, wir sind absolut richtig hier. Ich glaube, da liegen eigentlich auch welche so ein bisschen vorm Gebäude rum, die wir platt gemacht hatten. Oder sonst müssen wir nochmal reingehen. Ich hoffe, die spawnen jetzt nicht. Nee, der ist auch noch da. Was? Oh, never! Sind die wieder... Nein, jetzt sagt mir nicht, die sind alle wieder da. Das ist ein Witz, oder? So schnell? Nein. Come on, wehe. Also hier liegt auf jeden Fall ein bisschen Power Armor rum.
Aber vielleicht reicht das ja schon. Warte mal. Helmet, Left Arm, Left Leg, Right Arm, Right Leg, Torso. Das reicht doch. Dann nehmen wir die einfach mit. Hm. Mehr wollten wir ja gar nicht. Jetzt muss ich doch, glaube ich, wieder ein Jet essen. Wie sieht das aus? Oh Mann, hoffentlich reicht das. Ne, nicht ein Jet, sondern ein Buff-Out. Ach Gott im Himmel. Weil ja auch gerade ein paar Mal gefragt wird, die Version für PlayStation Plus Abonnenten, die wird noch geupdatet. Das dauert anscheinend noch ein bisschen. Ah, okay. Die braucht noch ein bisschen. Anscheinend gibt es die noch nicht 100 zum Runterladen. Oh, jetzt habe ich hier wieder... Wieso? Was kann ich denn nochmal rausschmeißen? Oder vielleicht kann ich ihr noch irgendwas geben. Sie ist leider auch komplett vollgepackt. Da, komm mal her. Hey. Was gibt's denn? Die kann leider nicht mehr so viel mitnehmen, aber... Irgendein Quatsch hier, was ist denn mit... Nee. Das hier zum Beispiel. Nimmst du den noch? Ah, nimmt sie noch, sehr gut. Ich glaube zwei brauche ich noch. Dann nehmen wir mal noch Gewicht sortieren und... Okay. Was kann ich hier nochmal andrehen? Gewicht 5, warte, irgendein Zweiergewicht da, warte, was ist das? Nee, das brauchen wir, die Leuchtpistole. Hier sowas, Granate, genau, sowas kannst du mal haben. Okay, jetzt passt es. Und jetzt können wir auch direkt uns wieder zurück nach Hause begeben. Weil wir jetzt schnell... Wie, ich kann nicht schnell... Ach nein, jetzt sind die Feinde in der Nähe. Aber warum? Ich hau einfach ab. Ich will jetzt nicht wieder rein. Ich weiß nicht, warum da wieder... Was haben sich da jetzt für Leute eingenistet? Die sind alle unten drin in jedem Fall. Ich will wissen. Das ist nicht die Enclave. Ich glaube, da haben sich Ghule breit gemacht. Ich glaube tatsächlich, da sind einfach Ghule drin. So, wir hauen einfach ein bisschen ab in der Hoffnung, dass jetzt hier nicht irgendwelche Red Scorpions oder so uns nerven. Mal gucken, ob das reicht von der Entfernung, um schnell reisen zu können. Machen wir mal. Jupp, das geht. Super, dann können wir die Enclave-Rüstung nach Hause bringen. Okay, hier ist der. Da, also die könnte ich jetzt theoretisch rausnehmen. Das ist so eine Brotherhood of Steel T60B. Ich glaube, das müsste eine von den späten, ne? Also T45 oder so ist ja, glaube ich, eine früh gewesen im Krieg. Und das ist dann so eine. Die können wir hier reinpacken dann jetzt. Dann bupp, gehen wir auf Kleidung und schmeißen die da rein. Ich könnte die auch vielleicht... Warte mal, wir können die ja mal... Warte mal, wenn ich jetzt so mache... Ich bin mir gar nicht genau sicher, wie ich das jetzt am besten... Ja, okay, die muss ich reparieren. Scheiße. Aber der Rest müsste heil sein. Geil. Guck mal. Sieht doch ganz nice aus. Jetzt muss ich die Waffenwerkbank... Ich glaube, hier. Nee. Lass ich mal schauen, ob ich die reparieren kann. Wie waren das noch? Das ist ja der Kopf. Wie kann ich die noch reparieren? Weiß ich auch schon gar nicht mehr. Ach, warte mal. Jetzt habe ich die nämlich alle bei mir drin. Wo bist du denn? Da. Helmet. Ich weiß nicht mehr, wie ich den repariere. Auf dem Gestell. Es ist einfach so ewig her. Wie mache ich das?
Ey, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das mache. Ich packe mir erstmal die anderen Sachen hier in die Kiste. Das Gestell aktivieren, nicht die Powerrüstung. Ah, okay. Ich schmeiße jetzt erstmal die Sachen weg, die ich jetzt hier gerade hatte. Das ist diese hier. Warte mal. Ah, da. Craft. So war das, genau. Helmet, Repair. Yes. Nice. Die anderen... Oh, das muss ich auch repairen. Repair. Man kann auch einen anderen Paintjob drauf machen. Genau. Wenn ich jetzt mal auf... modifizieren gehe. Genau. Da gibt es Mods. Aber es ist schon die beste eigentlich. Genau, aber wir können hier... seht ihr das? Verschiedene Farben drauf machen. Wir können die auch komplett bunt machen. Oh, Sumpftarn gibt es auch. Blaues Sumpftarn. Blei. Photovoltaische Beschichtung. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte im Sonnenlicht. Ja, da kann man einiges noch machen. Aber ja, man kann das, glaube ich, echt, ich kann das einfach komplett bunt machen, ne? Blau und dann vielleicht so rote Arme oder so, was auch immer. Oder schwarz, weiß, blau, nur der HSV, sowas in der Art geht auch. Oder kommt, wir haben schon eine rote von der Nuka-Cola. Aber ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Extras. Ah, guck mal hier. Erhöht Stärke, das ist natürlich cool, da können wir mehr schleppen. Können wir alles Mögliche machen. Jetpack. Ermöglicht einen Düsenschub beim Springen. Das ist ja auch geil. Erkennt während des Kampfes Treffer und verwendet automatisch ein Stimpack, wenn die Gesundheit niedrig ist. Auch nicht schlecht. Erhöht Stärke finde ich eigentlich ganz gut. Weil wir dann mehr schleppen können. ja. Okay. Und Tesla-Spuren für Gegner in der Nähe Energieschaden zu. Bauen wir auch ein. Okay. Gut. Haben wir. Exit. So, jetzt ist das fertig. Und jetzt können wir da auch, wenn wir wollen, mal reingehen. Warte, wie war das noch? So. Haben wir da überhaupt einen Fusionskern drin? Ich weiß gar nicht. Ja, haben wir. Sieht eigentlich ganz nice aus, oder? So sieht das aus. Hey, hey, wir haben den falschen Helm, oder? Ey, das ist aber blöd. Das müssen wir gleich noch ändern. Aber die ist ganz nice. Bitte... bauen sie sich wieder auf. Was soll das? Nee, warte. Ja, will ich ja. Ach so, darf ich hier nicht, ja. Hallo, warte. Muss ich das jetzt so machen? Na? Hallo. Oh. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich die jetzt da wieder reinkrieg. Ist egal, jedenfalls ist der Helm falsch. Warum? Weil er diesen Helm noch hat. Oh, scheiße. Okay, das ist blöd. Das wollte ich nicht. Das ist der Helm. So. Jetzt haben wir's. Und irgendwas fehlt noch. Fusionskern rein. So. Und was ist mit dem Torso? Warum? Hallo? Torso? So. Geil. Der Helm ist nämlich viel geiler als der andere. So, nice, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich den da reinkriege jetzt, aber
doch egal. Hammer. Sieht nice aus. Die haben einfach die bessere Power-Rüstung. Muss man so sagen. Die stelle ich jetzt einfach da oben zu ihren Freunden. Auf den untersten Balkon. So. Rückwärts einparken. Ja, irgendwie geht das. Ich muss es jetzt aber nicht auswählen. Ich stecke sie hier hin. Stelle sie da, stecke ich sie hin. Und eigentlich muss ich dann den... Aber ich werde eh nicht mehr angegriffen. Aber manchmal, also weil ich habe zu hohen Verteidigungswert. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr angegriffen. Aber das Ding ist, wenn ich angegriffen werde von Raidern oder Super Mutants, dann gehen meine Einwohner zu den Power-Rüstungen, um den Angriff abzuwehren. Und dann lassen sie die Rüstung einfach irgendwo stehen. Und dann muss ich die wieder einzeln suchen und zurückbringen an ihren Parkplatz. Deswegen ist es eigentlich smart, die Fusionskerne rauszunehmen. Aber ich mache es jetzt mal. Aber eigentlich ist es, glaube ich, auch nicht nötig, weil die machen das einfach nicht mehr. So, sieht nice aus. Diese Rüstung ist cool. Okay. Also, das ist der Performance-Mode. Ich würde sagen, ich würde gerne mal vielleicht ein bisschen irgendwo hin, wo wir ballern können. Es gibt natürlich super viele Orte. Was habe ich eigentlich für einen Hut auf? Dreispitz des Kapitäns erhöht die Geschwindigkeit. Was heißt, ich hätte da noch Charisma. Okay, der gibt mir einen auf Charisma. Kapitänsmütze, die. Genau. Ausdauer plus 2. So sah ich doch, glaube ich, immer aus. Die Raiders, keiner kommt. Ach, die können auch da rein? Okay. Komm, wir gehen nochmal irgendwo hin, um den Performance-Modus zu testen, wo wir viel ballern können. Oder vielleicht theoretisch auch nach Diamond City, wo viele Leute rumlaufen. Aber es geht am... Ich will einfach lieber kämpfen. Habt ihr eine Idee, wo können wir am ehesten... Oder haben wir gerade vielleicht einen Angriff irgendwo? Ne, wir haben, glaube ich, aktuell keinen Angriff. Wir können... Ich habe gehört, Performance-Modus vielleicht in Diamond City ist gar nicht so dumm, weil das meistens für Probleme gesorgt hat damals. Na gut, dann gehen wir... Diamond City ist... Oh, wo warst du denn nochmal? In der Mitte ziemlich, oder? Ist nicht dieser Stern da, den du da siehst, in der Mitte? Nee, das war Sheriffs. Ja, stimmt. Wo war Diamond City? Die war da... Starlight Diner, Super-Duper-Markt? Wo warst du nochmal? Diamond City, das war nicht... War das nicht... War ein bisschen in der Mitte, dachte ich. Das war auch in der Mitte, ja. Da hat dieser andere Stern, der ausgefüllt ist, vielleicht. Warte. Da unten... Da ist es nämlich, da. Ah ja, genau, da. Diamond City. Ja, schauen wir mal. So, das ist Diamond City. Die habe ich nicht gebaut. Also ganz ehrlich, das ist echt sehr viel geiler. Es ist sehr viel flüssiger. Oh, das ist ja so viel besser. Viel mehr Frames, ja? Bilde ich mir ein. Hallo, Percy. Hier ist auch noch so ein Gestell, aber da fehlt uns. Da komme ich nicht auf. Hab ich nicht. Ja? Die wirken alle so kümmerlich. Ich bin so stark, die wissen gar nicht, wen sie vor sich haben. Ja, aber das scheint mir schon wirklich besser zu sein. Ist es mitten in der Nacht? Die redet über mich. Sie ist nämlich so eine Reporterin. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Ja, das ist richtig. Hier hat Piper gearbeitet, auch unsere Partnerin, die wir gerade mitnehmen. Kann ich irgendwo schlafen, damit es Tag wird? Sonst muss ich sitzen und warten. Wir suchen ein Bett. Wir können es auch an die Bar setzen. Können wir nicht auch warten hier? Ich dachte, man kann hier warten. Warte mal. Warten. Bis um 7. Da gibt es Frühstückszeit. Ingame könnte lauter, ja. Oh, Radio. Ja, da müssen wir aufpassen. Das müssen wir nämlich leider die Bereiche rausschneiden. Gib wieder die
Frage, die ich schon öfters gab, wie dir die Serie gefallen hat. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal beantwortet. Ich finde, ich habe hier wieder noch irgendwelche offenen Quests. Sprich mit den Bobruff-Brüdern. So, jetzt haben wir Tag, sieht es ein bisschen besser aus. Ich finde die Fallout-Serie großartig. Insbesondere die Umsetzung der Welt. Der Respekt und die Liebe der Vorlage gegenüber ist greifbar. Alles sieht einfach geil aus. Auch diese Tonalität, diese Mischung aus Naivität und Splatter-Humor. Dass die Leute so, wie die dann reden, alles so eine Fassade von, wir sind gut drauf und oder wir sind unschuldig und checken es nicht und dann wird aber ohne mit der Wimper zu zucken irgendwas mega perfides oder grausames gemacht. Aber alles wie so Bürokraten, das ist, genau das, was Fallout ausmacht. Diese Nüchternheit, mit der so Grausamkeiten einfach geschildert und protokolliert werden, was man auch in den Terminals immer sieht oder auch komplett diese ganzen Vault-Tec-Experimente und so, das ist ja alles einfach so perfide und zynisch. Und das fangen die perfekt ein, auch die Hauptdarstellerin, wie die so fröhlich und korrekt aus dem Vault rauskommt und dann auf dieses Chaos trifft und trotzdem versucht, auf eine Art und Weise ihre Werte beizubehalten, aber dann trotzdem, wenn sie jemandem den Kopf wegblasen muss, macht sie es und läuft dann lächelnd weiter. So, das ist genau dieses Fallout-Ding und auch die so Kleinigkeiten, wie wenn man Terminals hackt, wie das aussieht, wie die Vault aussieht und so. Das ist, ich finde es einfach richtig gut umgesetzt. So, ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumlaufen, um zu sehen, wie stabil die Frames sind. Ja, das wird doch gefragt, wie viele Spielstunden du in dem Spielstand hast. Naja, also das Ding ist, ich habe halt über 10 Jahre auch immer super viel gebaut. Einfach aus Bock wirklich die Siedlung ausgebaut, so ein bisschen so abends nach der Arbeit oder so. Und ich habe über 350 Stunden auf diesem Spielstand. Aber ich habe es nicht durchgespielt, ne? Also ich habe irgendwann gar nicht mehr so wirklich Quests gemacht. Das seht ihr ja auch hier, wenn ich auf Aufgaben gehe, also da sind noch super viele offene Quests. Ich habe auch irgendwann dann nicht mehr. Das war so, als ich mich final entscheiden musste, ob ich mit der Brotherhood gehe oder der Railroad oder den Minuteman oder dem Institute. So, da habe ich dann so aufgehört, den sozusagen mich final zu entscheiden. Ich bin immer so mehrgleisig gefahren und dachte so, ja, okay, bevor ich so ins Endgame gehe und vielleicht dem Institut den Kampf ansage, baue ich einfach noch ein bisschen weiter und habe es dann nie so wirklich aufgenommen. Also ich habe es wirklich original nicht zu Ende gespielt. Aber ich habe alle Add-ons zu Ende gespielt, genau. Also ich habe Farhaber gespielt, alle Add-ons habe ich durchgespielt. Und das sind einige auch richtig, richtig gut. Genau, aber ich kann euch sagen, als Mann am Pad, dass wirklich die Framerate sehr viel besser ist und das total sinnvoll ist, dieses Update. Also wenn ihr noch nie Fallout gespielt habt und eine Playstation oder einen PC besitzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, das auszuprobieren. Ist wirklich gut. Bei PC müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn Leute schon gemoddet haben, dann sollten die vielleicht ein bisschen aufpassen, weil die gehen natürlich da nicht mit den Mods. Das stimmt. Aber für Konsolen ist es, glaube ich, nur Win-Win aktuell. Ich würde gerne nochmal irgendwo hin. Xbox stimmt, Xbox gibt es auch. Wo ich ballern kann. Game-Pass-Version natürlich auch. Wir können gleich zum Vergleich auch nochmal die PlayStation 4-Variante reinschmeißen. Ja, im Chat wurde schon vorgeschlagen, dass du die Stadt angreifst, aber ich glaube, ist ein bisschen unfair, oder? Wenn du die armen Bewohner angreifst. Ja, das würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, wenn. Das mache ich eher so für mich. Das ist auch eine geile. Der Mechanist. Nee, es gibt hier mit Sicherheit 1000 Orte. Ich überlege gerade, welcher der beste ist. Stimmt, auf dem PC gibt es Widescreen-Support. Das ist vielleicht dann doch ein Argument für die PC-Version. Wo möglichst viele Ghouls rumlaufen oder irgendwelche anderen Gegner. Es gibt hier so so Super-Mutant Camps und ist hier. Schön, im Creation Club gibt es auch noch ein paar Sachen von der Enklave. Das wurde auch, glaube ich, reingepatcht. Wieso habe ich eigentlich hier so viele? So. Wir können mal kurz, bevor ich es vergesse, wir haben ja noch dieses Ding, was uns die Abhängigkeiten wegmacht. Das hier, erfrischendes Getränk. So, sind wir nicht mehr abhängig. Hallo, wo seid ihr? Ich dachte hier. Ah ja, na okay, das sind so Ratten.
Ja, also das ist schon... Das ist schon nice. Das ist deutlich besser, das so zu zocken. Yo, 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 yo. Sind es zwar nur diese kleinen Wühlmäuse. Aber es ist schon sehr, sehr viel besser. Und man kann auch... Ich weiß nicht, wie das ist auf Entfernung. Hey, da draußen, es gibt Ärger. Wo? Was war das denn? Ja, ich wollte mal gucken, wie das mit der Sniper Rifle jetzt zum Beispiel ist. Weil die war auch komplett unspielbar. Gar keinen Bock gemacht. Auf Konsole. Aber das, ja, das ist schon geiler. Weil du, man konntest auf Konsole einfach null als Shooter spielen. Deswegen ist halt auch das Wettsystem auf Konsole unverzichtbar gewesen, weil man das nicht als Shooter spielen konnte. Es war, hat einfach keinen Fun gemacht. Auf PC ist es besser. Aber jetzt kann man das zum ersten Mal auch ohne Wets spielen. Das ist zumindest meine Meinung. Wie fandest du die neue Quest? Ja, also die war okay. Es war jetzt ein bisschen verbuggt dann mit der Anzeige, also dass die Quest immer noch da auf dieser Leiche lag. Das ist dann ja unten in dem Raum gerade auch nochmal passiert mit dem Keycode für das oder mit dem Passwort für den für das Terminal. Aber ich glaube, hier ist auch richtig was los in dieser Fabrik. Aber also es war jetzt keine besondere Questreihe, glaube ich. Das war eher so ein bisschen, um die Enclave nochmal mit reinzubringen, wahrscheinlich. Aber fand ich jetzt nichts Besonderes, oder? Hast du eine andere Meinung? Oh, was? Krass. Warte mal. Fuck. Wo war die Explosion? Wir sind nicht allein. Ne, ich weiß, aber wo? Da, oben, ne? Da, genau. Ich wollte mal die Sniper nehmen. Mal gucken, wie das jetzt so ist. Ja. Also es ist nicht Call of Duty, aber es ist deutlich besser. Ja. Kann man machen. Headshots sind nicht so einfach, aber... Oh, hey, hi! Wo bist du denn her? Noch einer. Ja, funktioniert. Da oben. Irgendwo steckt da noch einer. Aber wo? Hat er sich verkrochen? Wissen wir nicht. Vielleicht spiele ich das jetzt tatsächlich mal durch. All die Jahre habe ich gedacht, irgendwann spiele ich das durch. Wo sind sie hin? Und bringe es mal zu einem Abschluss, aber habe ich es nie gemacht. Da, guck mal, da kommt. Der Chat hat sich viel gewünscht, dass du es auf dem Stream durchspielst. Ja? Ah, vielleicht machen wir das, wenn ihr Bock habt. Da muss ich erstmal wieder genau gucken, wo ich so stehen geblieben war, wie das mit den, also wo mein Stand der Dinge ist. Ich hab's mir noch mit keiner Fraktion verworfen. Ich habe mir alles noch offen gehalten. Sowohl mit dem Institut als mit Railroad, als mit Minutemen, als mit der Brotherhood of Steel. Ich habe noch alle Optionen. Aber ich muss natürlich einige verraten. Ich habe mich erstmal mit allen gut gestellt. Ah, da oben, guck. Ja, genau. Hier war richtig viel Action. Hier geht's, glaube ich, dann rein. Da drin ist dann richtig viel. Ja. So, ich würde sagen, wir können jetzt gleich nochmal, jetzt habt ihr das euch mal so angesehen. Was? Und einen Eindruck bekommen. Und jetzt zum Vergleich nochmal die, was ist das denn? PlayStation 4 Variante, damit ihr auch direkt, was ist denn los? Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Ja, die sind schon immer ein bisschen frech. So, tschüss. Oh. Die glauben, sie sind super stark, aber die sind eigentlich überhaupt nicht stark. Aber hier sieht man das Gunplay nochmal ganz gut.
ist, oder? Aber auf PC nochmal komplett neu anzufangen, ist, glaube ich, ich würde es dann, wenn, auf PlayStation vermutlich weiterspielen, einfach weil das so umfangreich ist, das Spiel, und das kann man nicht durchspielen im Stream, das geht nicht. Aber die restlichen Quests, die ich hier noch offen habe auf der PlayStation, das kann man schon machen. Ach, das geht noch weiter rein. Nee, ich wollte eigentlich wieder raus. Das, ich erinnere mich an diesen Vault, der war, also an dieses, an diese Fabrik, die ist unglaublich groß. Ich weiß auch gar nicht, ob man, jetzt komme ich hier, kann ich hier nicht mehr raus teleportieren, das ist die Scheiße. Hey, wer ist da? Hier war so viel los, ich will einfach, das ist der Fahrstuhl, da geht's nach oben. Geht's hier raus? Ja, da geht's in den Commonwealth, da kann ich dann auch. Der Sound vom Schießen ist delayed, ich weiß nicht warum. Wenn Nils wüsste, was es für Mods auf PC gibt, ja, glaube ich dir. Das Ding ist, die gehen ja gerade alle nicht. Oh, das Gunplay. Es ist immer noch nicht Call of Duty, aber es ist so viel besser. Es ist so viel besser. Man kann endlich ohne Wats spielen. Das ist ja... Hallo? Ah, da oben ist noch einer. Fällt da runter? Sehr gut. Da sitzt einer. Was macht der denn da? Tschüss. Das macht so viel mehr Bock. Ich würde es auf jeden Fall auch im Performance-Modus spielen. Wieso hängt der denn da? Was ist denn mit dem los? Weil es ist wichtiger, mehr Frames zu haben. Das ist auf jeden Fall wichtiger als ein bisschen schönere Optik. So, da oben. Weil das ist, man ist auch wesentlich effizienter ohne Wets, ne? Wenn ich jetzt Wets genommen hätte, hätte er wahrscheinlich wieder 5-mal geschossen. Und... Ich glaube, ich habe nur Fallout 3 mit Wets gespielt, Fallout 4 dann nicht mehr. Hast du auf PC gespielt? Ja. Ja, das ist auch was anderes. Ja, ich weiß, aber ich meine jetzt so von der... Gunplay her ist schon sehr, sehr cool. Ja, das auch. Kannst du, das, du konntest es nicht spielen auf PlayStation 4 mit ohne Wets, das ging einfach nicht. Ja, mit und Fallout 3 Ewigkeiten, ne, mit dem Anvisieren und so. Ja, das ist ja, absolut anstrengend. Richtig, aber ich meine, es ist ja auch, finde ich, total der zentrale Bestandteil von Fallout, dass du kannst das ja auch leveln und so, das macht ja auch Bock, dass du dann sagst, okay, du hast mehr Schüsse oder jeder Schuss erhöht die Treffer, okay, jeder Schuss erhöht die Treffergenauigkeit im Wetz, was ja leider auch nicht so richtig funktioniert dann in der Realität, aber das macht so viel mehr Bock, dass allein dieser Aspekt, dass man jetzt so viele Frames hat. Also das lohnt sich in jedem Fall, das nochmal auszuprobieren. Ich bin nicht mehr lange glatt heute. Wo sind denn jetzt noch welche? Keine mehr. Yo, okay. Sehr cool. Bin gespannt, wie das bei Fallout 5 ist, wenn es in 10 Jahren kommt. Weil da bist du ja, da wird das Spiel müsste dann so gut sein von der Engine her und von den Frames hoffentlich, dass du halt auch das wie ein Shooter spielen kannst. Und dann wird halt Wets total nebensächlich. Also man muss sich irgendeinen Kniff ausdenken, weil das ist schon ein super geiles System. Es macht mega Bock, eigentlich, das so zu leveln und so zu spielen, aber das muss dann auch irgendeinen Sinn ergeben noch. Okay, also es sieht cool aus, es macht wirklich Spaß. Ich würde sagen, ich speichere mal und dann gucken wir uns nochmal die PS4-Version an. Wobei ich befürchte, dass die Mods da auch alle weg sind, weil wir haben ja trotzdem Add-on gezogen. Ich bin mir nicht sicher. Also, wir machen das mal aus und schließen das mal. Und das ist die PS4-Version. Und die starten wir jetzt nochmal als Abschluss gemeinsam und gucken uns das auch nochmal an. Ja, nix. Herzlichen Dank. Ja, weil wir gerade schreiben, dass sie auf dem PC nichts merken, was Unterschiede angeht. Das ist wirklich die Grafik-Update, bezieht sich wirklich nur auf die Konsolen. Mhm. Also auf PC gibt es nur Widescreen-Support und halt noch die neue Quest und noch ein bisschen Cosmetics. Guck mal, das sind die gemoddeten Sachen. Oh, mal gucken. Ja, das ist Steffen vorhin, das müsste gehen.
Da sind wir oben. Ja, okay. Probieren wir mal. Schauen wir mal. Die anderen wurden ja transferiert, deswegen dürfen die eigentlich unterschiedlich jetzt sein, die Save States. Ja. Du bist auch noch beim Anfang mit Level 83. Jetzt bist du ja schon fast Level up. Müsste passen. Stimmt. Jetzt wieder auf Englisch, ne? Naja, gut. Ach so, nee, das ist Deutsch. Ich habe ja die Konsole umgestellt. Das müsste eigentlich auf Deutsch sein. Ah ja, stimmt. Aber ein paar Texte waren auf Englisch. Na gut. Wir werden sehen. Oh, jetzt müssen wir mal gar... Warte mal, was ist denn hier los? Radio. Oh. Also, du merkst hier natürlich die ganzen Stellen, wo wir... Es wird angezeigt im Stream. Wir haben noch die Stream-Aufzeichnung. Okay. So, jetzt sind wir wieder... Das ist die PlayStation 4-Variante. Und hier habe ich Mods drauf. Deswegen, ihr seht, diese Bäume und so, das ist alles von meinen Mods, die ich hier eingebaut hatte. Und... Es ist natürlich was anderes, ne? Also das ist... Ja, also... Klar, so geht's einigermaßen. Aber eben habe ich auch so gezielt, ne? Ah, es ist schon was anderes. So, wir gucken uns jetzt noch mal ganz kurz die Siedlung an da oben mit den ganzen Mods drauf. Ruckel, ruckel. Da fehlt jetzt nicht so viel, aber ich finde zum Beispiel das hier mit den Bäumen sehr geil. Weil die Welt jetzt, also klar, das gehört zu Fallout, dass die so dreckig aussieht und so. Aber ich mag es, wenn es auch mal wieder ein bisschen grüne Oasen gibt. Und das macht die Welt, also gerade wenn man da so viel Zeit verbringt und so viel da durchläuft. Hi, Buddy. Macht es das irgendwann für die Augen einfach schöner. Das sieht einfach besser aus. Und ich zeige euch mal, ich hatte hier so eine Allee gebaut, weil ich hatte die eine Mod, wenn ich jetzt mal drücke, ja, quasi jetzt seht ihr, wie viel größer der Bereich ist, in dem man bauen darf. Der geht bis hier. Normalerweise endet der, also ich habe angefangen, diese Sachen zu bauen, ohne jede Mods, sodass der Radius oder der, ja, die Mauern, die sind quasi genau am Ende des Baubereichs gewesen. Deswegen musste ich teilweise hier auch so Kompromisse machen, weil das genau an der Ecke war und so. Jetzt ist der viel, viel weiter. Das habe ich dann aber gemacht, als, wie gesagt, das schon alles stand. Und deswegen konnte ich hier direkt nach Sanctuary diese Bäume hier so bauen und habe dann hier so eine schöne Allee gemacht. Nachts sind da halt diese Scheinwerfer. Das sieht dann irgendwie ganz geil aus, wenn man nachts nach Hause kommt und läuft dann durch diese Allee und die Lichter sind da im Blätterwerk drin. Das sieht ganz nice aus. Und hier sind dann auch so ein paar Sachen, die da jetzt weg sind. Hier dieser Baum, das war der zuvor in der Luft, wo diese Lampen in der Luft schwebten. Da seht ihr jetzt, da sind die Lampen jetzt am Baum dran. Und hier ist jetzt wieder irgendwo so ein Radio an, leider. Oder was ein bisschen blöd ist, ich muss den Sound ausmachen, sonst wird das alles geclaimed. Und ich zeige euch mal jetzt zum Beispiel diese Badezimmer, wovon ich gesprochen hatte. Hier bei Poop zum Beispiel, da so das Klo ist jetzt da, Waschmaschine. Das sieht alles ein bisschen schöner aus. Und in diesem Vault, in dem ich vorhin auch mal kurz mit euch war, da sind natürlich dann die ganzen Wohnungen, das kann ich auch theoretisch noch mal kurz zeigen. Vault, ja, war das 99 oder so. Genau, und hier auch, das war auch alles weg, diese Picket Fences. Die sind auch mit dieser Mod, die es einem erlauben, dass man Vorkriegsgegenstände nutzen kann. Hier ist überall Gras. Und was euch vielleicht auch auffällt, ich habe diese ganzen, dieses Gerümpel, diese Krümel und was auch immer hier alles immer so rumliegt, das habe ich alles entfernt. Und zwar, wenn ich mal das... Mach das mal an. Ich habe das jetzt hier leider schon, was heißt leider, alles schon weggemacht. Aber ihr seht, das ist alles sauber geputzt. Und das ist genau das, was mir immer in Fallout gefehlt hat hier auch. Dass man, klar, es ist Apokalypse und alles ist dreckig, aber da, wo die Leute sich niedergelassen haben, da, wo sie leben, die haben ja trotzdem irgendwie einen Sinn für Sauberkeit und haben ja trotzdem Bock, dass man das schön macht. Und hier, jetzt versuche ich das mal zu zeigen, mit dieser Mod kann man dann alles entfernen, was hier so rumliegt. Und hier, das ist das noch was. Nee, aber drüben in Sanctuary liegt noch mehr Dreck rum. Da habe ich auch viel sauber gemacht.
Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Hier, da gibt es auch eine Mod, die das, glaube ich, für einen erledigt, aber bei Red Rocket gibt es die nicht. Und hier, deswegen ist hier das meiste schon weg, weil ich das alles auch aufgeräumt hatte, manuell. Hier diesen Weg, den man reinkommt. Wenn ihr das mal vergleicht mit der Version von vorhin, dann werdet ihr das feststellen. Ich glaube, wir können auch wieder ein bisschen Mucke machen, weil hier nichts ist. Genau, aber alles, was aufleuchtet, kann ich jetzt wegmachen. Ich habe hier leider schon so viel sauber gemacht, dass das... Man sieht es einfach nicht mehr. Das hier zum Beispiel, da hat man mal eine Kleinigkeit. Dieses Gras da, was zwischen den Fugen läuft, wächst. Da, warte. Alter. Okay, jetzt krieg ich es gerade nicht geschissen. Da. Bäm, jetzt ist es weg. Und das da auch. Zack. Und das könnt ihr halt überall dann machen. Und dann sieht es halt hier, diese alte will ich nicht, zack, weg. Und das würde ich mir auch wünschen für kommende Teile. Hier, da wächst das Gras, weg damit. Ja, dass man es einfach schön machen kann. Da, wo man sich niederlässt. Und der Rest kann ja dreckig sein. Aber nochmal, da, wo Menschen wohnen, da machen sie sich ja schön. Und so, jetzt, ne, ihr kriegt einen Eindruck, kann man alles einfach wegmachen. Und hier drin ging es dann auch. Also hier diese, schaut mal hier, diese Blätter da. Dann hier, da, zack. Das müsste eigentlich auch gehen, da genau. Alles weg. Und dann kann man hier richtig aufräumen. Weg. Gibt natürlich auch dementsprechend die... Oh, guck mal, da ist ein Stimpack noch drunter gewesen. Gibt natürlich auch Ressourcen dafür, die man dann wieder zum Bauen nutzen kann. Hey. Na egal, so, es ist weg. Und ihr seht, allein dadurch, dass ich jetzt diese... Was, das sieht direkt anders aus. Es ist einfach sauber. Und man hat das Gefühl, okay, hier leben jetzt Leute, die sich ein bisschen Mühe geben. Und das kann man über... Ja, ihr kriegt den Eindruck, ne? Ihr seht, es macht auch ein bisschen Bock, es einfach schön zu machen. Das ist das, was ich mir standardmäßig für Fallout wünschen würde. Dass man sich dieses Wasteland so ein bisschen... Ja, da... lebenswerter machen kann, so. Da, wo man halt sich niederlässt, wo es sich lohnt, die Arbeit reinzustecken. So. Okay, ich höre jetzt auf. Aber ihr kriegt einen Eindruck. Also ihr könnt hier auch die Möbel alle wegnehmen und neu bauen. Und dann hatte ich halt so eine... Was ist das denn? Weiß ich auch nicht, was ist das? Halloween-Dekor. So, und jetzt zeige ich euch mal kurz die Mod, die ich da noch drauf hatte. Das ist hier Settlement Items. Pre-War Items. Und dann seht ihr zum Beispiel hier die... Also Furnitures, und dann gibt zum Beispiel hier auch so ein krasses Doppelbett, ne? So. Und da kann man sich ja den ganzen Raum so einrichten. Dann hatte ich euch ja auch erzählt, dass es hier so Duschen gibt, genau, hier so Duschkabine. Dann kann man natürlich jetzt, wenn man Bock drauf hat, hier so in die... Das ist ja mal eine Dusche gewesen. Obwohl, das geht ja fast noch. Die ist ja noch okay. Aber die kann ich wegmachen und so eine neue anliefern. So. Ich auch ganz lustig, dass die da auch noch drin sind, ne, im Spiel. Das kommt halt, das Intro ist natürlich, spielt ja vor dem Bombenfall, und deswegen sind die ganzen... Ah, ist doch jetzt scheißegal. So, ihr seht, was ich meine. So. Die Wände, es geht leider nicht. Also, ja, zum Beispiel die Couch kann ich wegmachen, und dann mache ich halt eine neue da rein. Alle 200 Jahre mal ein neues Sofa. Das muss doch drin sein. Und die Sachen sind dann leider alle raus, wenn die Mods deaktiviert werden. Keine Ahnung, was gab es hier noch? Teppiche. Achso, das sind die Bäume, die man ersetzen kann. Man kann auch wieder so Autos. Schatz, ich bin zu Hause. Das ist natürlich Quatsch, weil neue Autos werden nicht gebaut. Aber wenn man will, kann man auch so ein Auto wieder vorsetzen. Kann Türen, wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob die überall reinpassen. Aber, naja, ihr seht, was ich meine. So. Kann auch Spaß machen. Genau, und das ist Fallout 4 auf der PS4. So, ihr Lieben, ich finde, wir haben jetzt eine Menge gemacht.
und werden an dieser Stelle mal eine Fallout-Pause machen. Ich würde sehr interessieren, ob ihr Bock hättet, mehr davon zu sehen. Hat euch jetzt eher so das Interesse daran, wie dieses Upgrade aussieht, hergetrieben? Oder hättet ihr Bock auf mehr Fallout-Content, dass wir vielleicht sogar mit dem Upgrade das Spiel zu Ende spielen? Also entweder man kann auf dem PC auch ein neues Spiel anfangen. Wir können auch natürlich warten, bis die ganzen Mods auf PC eintrudeln mit Next-Gen-Optik und dann auch Mods nutzen und das geil machen. Wir können aber auch meinen PlayStation 5 Spielstand, der schon relativ weit ist, weiterspielen. Einfach mal ein bisschen gucken. Würde mich einfach mal interessieren, ob das was für euch ist. Und mich würde auch sehr interessieren, was ihr zu dem Next-Gen-Upgrade sagt. Findet ihr das von der Qualität gut? Also verbessert das Spielerlebnis? Findet ihr die Grafik deutlich besser, die Framerate deutlich besser? Oder seid ihr ein bisschen enttäuscht davon? Das würde mich wirklich interessieren. Bringt euch das vielleicht wieder dazu zu zocken? Vielleicht auch in Kombination mit der Serie, dass ihr sagt, ihr habt wieder Lust auf die Welt bekommen. Freue mich da sehr über Rückmeldungen und gerne auf dem Comments-Bereich des YouTube-Kanals. Genau, das war's von mir. Das war's von Fallout. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.